Liebe Freundinnen und Freunde der Osnabrücker Friedensgespräche, liebe Frau Präsidentin Menzel-Riedel, liebe Frau Vizepräsidentin Blasberg-Kuhnke, liebe Frau Bürgermeisterin Strankmann, seien Sie ganz herzlich gegrüßt in dieser schwierigen Situation. Ich danke Ihnen, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind, trotz der Gefahren. In den letzten Stunden haben natürlich noch viele wieder abgesagt, sie wagen es doch nicht zu kommen. Aber wie dem auch sei, wir danken Ihnen sehr herzlich. Heimat ist in. In den Medien boomt das Thema Heimat. In Presse, Film, Literatur, in bildender Kunst, in Musik und in Ausstellungen sucht man nach Beheimatung und Identität. Heimatromane blühen. Der Musikrat lädt zu einer Musikwoche. Willkommen in Osnabrück. Musik schafft Heimat. Die Süddeutsche Zeitung verwaltet eine Serie. Was ist Heimat? Filme wie Sound of Heimat und Transit bekämpfen sich gegenseitig, weil Sound of Heimat wirklich deutsche Lieder preist und Transit. Nein, wir müssen global sein. Und das Bundesinnenministerium hat eben eine Integrationsabteilung Heimatabteilung genannt. Bevor ich jetzt aber das Podium vorstelle, bitten wir unsere Bürgermeisterin Frau Strankmann sehr herzlich um ihr Grußwort. Herzlichen Dank. Ich begrüße natürlich die Präsidentin der Universität Osnabrück, Frau Professor Dr. Menzel-Riedel, sehr herzlich. Schön, dass wir diese Veranstaltung hier in diesen wunderschönen Räumen stattfinden lassen können. Ich begrüße ich sehe gerade Frau Karin Japs-Kiesler als Bürgermeisterin AD. Also schön, dass du da bist, Karin. Ich begrüße die Bundestagsabgeordnete Phyllis Polat von Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Phyllis, schön, dass du da bist. Ich begrüße den bayerischen Staatsminister des Innern, Herrn Joachim Herrmann. Herr Herrmann, ein gewisses Gefühl von Heimat, wenn man das so sagen darf, kommt mir da auf, weil meine ersten Lebensjahre habe ich in München verbracht. Ich begrüße die Korrespondentin und Autorin Vera Schmidt-Roschmann. Schön, dass Sie da sind. Den Medienhistoriker von der Universität Bremen, Herrn Professor Dr. Holger Böning. Auch da gibt es eine gewisse Beziehung, denn der Name Strankmann, wie Sie sicherlich dann wissen, kommt ja auch aus Bremen, Oldenburg. Das ist auch ein Thema, was in Richtung Heimat gehen könnte. Ich sage könnte und begrüße natürlich auch sehr gerne Herrn Professor Dr. Reinhold Mokrosch, der hier heute Abend die Moderation wie immer sehr souverän durchführen wird. Frau Professor Dr. Westphal wird in Gänze dann auch noch mal ein Thema beleuchten. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ja, Heimat, konservativ, progressiv, traditionell. Sehr geehrte Damen und Herren, der Titel einer Veranstaltung soll uns gewöhnlicherweise auf ein Thema einstimmen, idealerweise auch lenken. Und wie immer lasse ich mich als Besucherin der Osnabrücker Friedensgespräche gerne darauf ein. Was in diesem Fall allerdings eher widersprüchlich gelingt, nicht zusammenpassend erscheint und eher die Frage der Headline verstärkt. Hier ziehen die Osnabrücker Friedensgespräche wieder einen Spannungsbogen zu unterschiedlichen Perspektiven und natürlich ebenso zu gegensätzlichen Positionen. Dieser konstruktive Dialog in Partnerschaft von Stadt und Universität Osnabrück trägt seit den 80er Jahren aktiv zur gelebten Demokratie bei. Gibt Anstoß zu einem toleranten und friedlichen Miteinander. Es ging und geht dabei nicht nur um gegensätzliche Standpunkte, sondern oftmals gar die Ursachen von Konflikten zu erkennen,
mindestens die Wurzeln zu verstehen. Diese aktive friedenspolitische Arbeit führte gemeinsam mit vielen AkteurInnen und Angeboten zu einer breiten Akzeptanz unter Osnabrückerinnen und Osnabrückern in mehr als 50 Einrichtungen und Gruppierungen setzen sich Menschen in Osnabrück aktiv für den Friedensgedanken ein. Dies führte 1992 zur Verabschiedung eines Konzeptes zur Förderung der Friedenskultur. Mit Beteiligung zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen wurde das Konzept 2001 überarbeitet und als Handlungskonzept zur Förderung der Osnabrücker Friedenskultur vom Rat der Stadt einstimmig verabschiedet und gilt somit als Querschnittsaufgabe. Eine Aufgabe, mit der Osnabrück mit vielen Akteuren und Akteurinnen wie den Runden Tisch der Religionen, dem Remark Friedenspreis, dem Friedenszentrum, Osnabrücker Friedenstag, um nur einige Beispiele der vielen zu nennen, friedensstiftend und stabilisierend wirken möchte und will und damit Verantwortung zeigen für globale Entwicklungen. Die Deutsche Stiftung Friedensforschung und das Kinderhilfswerk Terre des Hommes sowie die heutigen Osnabrücken Friedensgespräche sind einige der überregional wirkenden friedensstiftenden Vereinigungen in Osnabrück. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass das heutige Engagement anlässlich des 300. Geburtstages von Justus Müser gewidmet wurde. Mit seiner Heimat Osnabrück und Nordwestdeutschland war Justus Müser eng verbunden. Geschichte und Schicksale der Menschen fanden als Sozialgeschichtsschreibung in seinen osnabrückischen Geschichten ihren Ausdruck. Angesichts der Standesvorrechte von Adel und Klerus und der daraus resultierenden üblichen Perspektive der Erzählenden beschrieb er im Gegensatz dazu die Verhältnisse der Menschen in der Osnabrücker Region. Auch Goethe fand Gefallen an den unverwechselbar humorvollen Beiträgen Mösers über die Zusammenhänge des allgemeinen täglichen Lebens der Menschen und über die Zusammenhänge der Verordnungen und Erläuterung von Verordnungen und Gesetzgebungen der Regierung. Mit großem diplomatischen Geschick beeinflusste der Jurist Justus Möser die politischen Geschicke Osnabrücks entscheidend und führte Regierungsgeschäfte, Gesetzgebungen und verhandelte zwischen den Interessen einer Ständegesellschaft und den Konfessionen. Ein Wandel vom fürstlichen Obrigkeitsstaat zu einem bürgerlichen Rechtsstaat. Und ich bin sehr dankbar heute, dass ich die Gelegenheit als Bürgermeisterin dieser schönen Stadt bekommen habe, dies in einem Grußwort erwähnen zu können. Aber ich glaube, wir bekommen noch einige Worte dazu, die das ganze Wirken von Justus Müser noch etwas näher beleuchten. Und dafür bin ich ebenso dankbar. Ich freue mich sehr darauf. Und ich freue mich auf interessante Aspekte hier in diesem wunderbaren Saal. Und bei diesen interessanten Menschen, ich freue mich sehr auf diesen Abend. Herzlichen Dank für die Organisation. Vielen Dank, Frau Strangmann. Da Sie nun schon Möser erwähnt haben, vom christlichen Staat zu einem Bürgerstaat, halte ich es doch für günstig, wenn wir jetzt gleich Frau Professor Dr. Siegfried Westphal bitten, dass sie eben zum 321. Geburtstag heute, denn er ist 1720 geboren und eigentlich sollte das alles im letzten Jahr stattfinden, dass wir sie um ihr Votum bitten. Frau Siegfried Westphal ist hier Professorin für Neuere Geschichte und bringt eben die ganze Möser-Forschung hier
gewaltig voran. Wir sind dankbar dafür, wenn du ein paar Worte sagst. Danke, liebe Sigrid. Ja, ich freue mich auch sehr, Sie hier doch so zahlreich erscheinen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und es ist der 301. Geburtstag, nicht der 321. Das muss ich jetzt als Historikerin korrigieren. 301. Genau. Ja, ich bin letztes Jahr gefragt worden, als wir das Friedensgespräch vorbereitet haben, warum sollen wir denn das Osnabrücker Friedensgespräch zum Thema Heimat anlässlich eines 300. Geburtstages eines Mannes durchführen, der eigentlich heute, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur noch den wenigsten bekannt sein dürfte. Justus Möser, wir haben es eben gerade gehört, ein zeitgenössisch hochgeschätzter Osnabrücker Aufklärer, Anwalt, Regierungsberater, Herausgeber und Publizist, ist das beste Beispiel dafür, welche Dimensionen der Heimatbegriff bereits Ende des 18. Jahrhunderts hatte. Und ich möchte das jetzt im Folgenden ganz kurz illustrieren. In seiner unnachahmlichen Art verfasste Möser einen Artikel für das von ihm herausgegebene Osnabrücker Intelligenzblatt mit dem Titel, Zitat, Schreiben eines reisenden Franzosen an seinen Wirt in Westfalen, Zitat Ende. Möser schlüpft hier in die Rolle eines feinsinnigen, vermeintlich kultivierten, aber dann doch dekadenten Franzosen, der gegenüber seinem westfälischen Wirt die Vorzüge der Franzosen, den aus seiner Sicht negativen Charakterzügen der Westfalen gegenüberstellt. Das, was der Franzose jedoch an den Westfalen kritisiert, verkehrt sich aus Sicht des Lesers in eine Welt, die seine Lebenswelt ist und von Möser dann letztlich als die moralisch bessere dargestellt wird. Und ein Zitat muss sein, also der Franzose bekennt, dass er gar nicht begreifen könne, in einem Land zu leben, Zitat, wo die Leute nichts tun als arbeiten, essen, schlafen und sich wohlbefinden, wo es keine Männer zu betrügen, keine Weiber zu verführen, keine Tugend zu kaufen oder zu verkaufen, keine Patrioten zu erhandeln und keine Betrüger zu verehren gibt. Kurz, wo die Übertretung aller 10 Gebote einem so wenig Ansehen als Vergnügen gibt. Zitat Ende. Also Möser soll einfach mal hier auch zu Wort kommen. Es ist ein Vergnügen, ihn zu lesen. Für Möser waren Osnabrück bzw. hier das Fürstbistum Osnabrück, in dem er geboren und aufgewachsen ist und in dem er fast eben auch sein ganzes Leben verbracht und gewirkt hat, eben mehr als nur ein Herkunftsort und räumliche Bezugsgröße. Das ist also die klassische Definition von Heimat. Ihm ging es auch um die sozialen Dimensionen, das haben wir ja auch schon gehört. Es ging ihm um die Beziehungen der Menschen untereinander, aber auch eben um die Verortung seiner Person innerhalb dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, dass er sich sicher war, am richtigen Ort zu sein und für die Menschen seiner Heimat wirken zu können, sei es eben im Rahmen seiner vielfältigen politischen Aufgaben, sei es dann als Publizist oder Herausgeber einer Zeitschrift, eine Zeitschrift, die sich dann dezidiert auf die Region bezog und im aufklärerischen Sinne der Verbesserung der Lebensverhältnisse der dort lebenden Menschen dienen wollte. Und Goethe wurde auch schon zitiert, das muss man jetzt auch bringen. Goethe hat ihn auch als den Patriarchen von Osnabrück bezeichnet. Also nicht im Sinne heute, wie man sozusagen ihn als vielleicht nicht im Sinne einer patriarchalen Gesellschaft, sondern als Patriarch, als jemand, der sich väterlich um seine Menschen kümmert, für die er zuständig ist. Mit dieser sozialen Dimension hängt auch die wirtschaftliche Dimension des Heimatbegriffs zusammen und darunter ist eben die Bevorzugung einheimischer Produkte und oder Dienstleistungen zu verstehen. In der Aufklärung gab es eine bestimmte Wirtschaftsweise, das war die Kameralistik. Und aus dieser Denkhaltung heraus hat Möser im Prinzip immer wieder Wirtschaftsreformen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft angestoßen. Und da kommt das Leinwandgewerbe ins Spiel. Also das ist ja für Osnabrück ein ganz zentrales Gewerbe gewesen. Und ihm ging es eben darum, beim Verbraucher das Bewusstsein zu produzieren, dass das einheimische Gewerbe und die dort hergestellten Waren besser sein als fremde Produkte und deshalb eben auch vor auswärtiger Konkurrenz geschützt werden müssen. Möser
war es zudem bewusst, dass mit dem Heimatverständnis auch die politische Dimension verbunden ist, die darauf zielt, eben identitätsstiftend zu wirken und die Menschen in politische Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Nicht zuletzt deshalb gab er das sogenannte Intelligenzblatt heraus. Überhaupt soll alles, was zur Notiz des Publiki gehöre, demselben einverleibet werden, heißt es in der Ankündigung vom 1. September 1766. Zu diesem Intelligenzblatt gehörte von Anfang an eine Beilage, in der Möser in wechselnder literarischer Gestalt verschiedenste gesellschaftliche Themen mit Regionalbezug behandelte. Mösers Tochter Jenny von Vogts gab dann später einen Teil dieser Artikel unter dem Titel »Patriotische Fantasien« heraus, in dem Bewusstsein, dass eben viele Ideen Mösers eher einer Wunschvorstellung entsprangen, als sich in die Realität umsetzen ließen. Und schließlich muss die kulturelle Dimension des Heimatbegriffes angesprochen werden, die für Möser von zentraler Bedeutung war. In wirklich zahlreichen Beiträgen im Osnabrücker Intelligenzblatt schildert er mit viel Sympathie Sitten, aber auch die Sprache, Gebräuche der Westfalen, die weiter gepflegt und bewahrt werden sollen. Und die ältere Forschung hat Möser deshalb den Beinamen Vater der Volkskunde verliehen. Zu Mösers Großprojekten zählt zudem die osnabrückische Geschichte, wie wir schon gehört haben, aus dem Jahr 1765. Sie wurde leider nie vollendet. Aber diese Einleitung dieser osnabrückischen Geschichte hat im Prinzip die Geschichtswissenschaft, wenn man möchte, revolutioniert. Denn Möser war der Meinung, dass nicht eine Geschichte von Herrschern oder Dynastien oder von den, ich sage jetzt mal, großen Männern geschrieben werden soll, sondern dass die Menschen in den Fokus von Geschichte gerückt werden sollen. Geschichte also zur Stiftung kultureller Identität und eines Zugehörigkeitsgefühls. Das war seine zentrale Idee. Möser war aber auch die emotionale Dimension von Heimat bewusst. Gerade aus dem Fürstbistum Osnabrück mussten Untertanen immer wieder in benachbarte Territorien gehen, um sich im Prinzip und für sich und ihre Familien den Lebensunterhalt zu verdienen. Das waren die sogenannten Hollandgänger. Und diese Hollandgänger hat Möser gleich mehrfach thematisiert und in diesem Zusammenhang eben auch das Phänomen Heimweh. Heimweh, also die Angst, die Heimat zu verlieren. Sicher lebte Möser in einer Zeit, in der sich die Globalisierung zwar schon abzeichnet oder andeutete, aber eben nicht heutige Dimensionen besaß. Die meisten Menschen blieben fast ihr ganzes Leben lang an einem Ort und kannten eben auch nur eine Heimat. Entscheidend ist jedoch, dass Möser sich intensiv mit den zahlreichen Dimensionen von Heimat auseinandersetzte und sich Fragen stellte, die uns bis heute beschäftigen. Und ob seine Antworten, die er gegeben hat, vielleicht auch für uns heute noch etwas sagen können, das wird sich vielleicht auch an den Diskussionen des heutigen Abends widerspiegeln. Ich hoffe, ich habe Ihnen Möser etwas näher bringen können. Vielen Dank. Oh ja, ich glaube, Sie haben uns Möser wirklich etwas näher gebracht. Vor allen Dingen, dass er so um das Thema Heimat auch wirklich kursiert. Und wenn er eben sagt, wir sollen Früchte und Waren lieber aus der Region und nicht aus dem Ausland, zum Beispiel aus dem Königreich Bayern holen, sondern wirklich hier nur in unserer Region, dann war das eben zeitgebunden. Vielen Dank, Frau Westphal. Ich möchte Sie natürlich kurz vorstellen und nochmal wieder betonen, wir wollen heute Abend wirklich versuchen, Heimat neu zu denken. Ob es Heimat nur eine gibt, ob es viele Heimaten gibt, gehört zur Heimat wirklich ein Raum, ein Ort oder eine Zeit oder ein Gefühl, vielleicht allein das Gefühl von Geborgenheit, Vertrautheit und Freundschaft und Familie. Ubi bene, ibi patria, sagte eben Cicero, wo es gut ist, da ist die Heimat. Womit ja auch gesagt ist, Patriarch ist ja ein Heimatsucher, nicht? Ein Patriarch ist ein Heimatsucher, müssen wir uns mal klar machen.
Ich darf jetzt einfach mal vorstellen, dieses wunderbare Podium, vielleicht in der Reihenfolge, in der Sie jetzt gleich auch reden werden. Herr Staatsminister Herrmann, ich muss mal eben. Wir danken Ihnen, dass Sie aus München gekommen sind, extra zu diesem Friedensgespräch gekommen sind aus München. Und das ist wirklich, ja. Ihr Ministerium existiert seit 1806, schon gegründet im Königreich Bayern. Und just genau 200 Jahre später, 201, nämlich 2007 sind Sie Innenminister geworden, damals Innenminister für Bau und Verkehr und dann seit 2018, glaube ich, Innenminister für Inneres und Integration. Auf Bundesebene heißt es eben Inneres, Bau und Heimat, aber Sie haben eben gesagt Integration. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, seit 1994 im Bayerischen Landtag, heute Stellvertreter des Ministerpräsidenten, also von Markus Söder, früher von Seehofer Stellvertreter. Seien Sie ganz herzlich willkommen im ehemaligen Königreich Hannover-Osnabrück, darf man ja sagen, nicht? Danach, Frau Philitz-Pollert, Sie haben hier ein Heimspiel. Sie kommen aus Bramsche, leider nicht aus Osnabrück, aber es ist nun mal so. Sie sind Diplom-Volkswirtin und Sie sind Mitglied des Bundestages für die Grünen Bündnis 90. Von 2004 bis 2017 waren Sie im Niedersächsischen Landtag und aber seit 2017 schon Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Integration und Migration. Hoffentlich bleibt das so im neuen Bundestag. Gut. Na. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Holger Böning, Sie sind Medienhistoriker in unserer Nachbarschaftsstadt Bremen. In Ihrer Jugend sind Sie Starkstromelektriker gewesen. Das finde ich sehr schön und Sie werden das vielleicht nachher nochmal auch erklären. Heute sind Sie Professor für neuere deutsche Literatur und für die Geschichte der deutschen Presse am Institut für deutsche Presseforschung an der Universität Bremen. Und Sie sind ein Kenner von Justus Möser. Seien Sie ganz herzlich willkommen aus unserer Nachbarstadt Bremen. Frau Schmidt-Roschmann, Sie haben eben hier Ihr Buch auch liegen, was Sie 2010 geschrieben haben. Heimat, Wiederkehr eines verpönten Gefühls mit dem Untertitel. Sie waren in Brüssel lange. Sie waren Leiterin der Deutschen Presseagentur in Brüssel. Jetzt seit einem Jahr sind Sie in Berlin. Ebenfalls leiten Sie dort die DPA, Deutsche Presseagentur. Sie haben immer über Aufstieg und Niedergang der Europäischen Union geschrieben. Sie sind spezialisiert für europäische Politik, Klimaschutz, Umwelt, Energie, Gesundheit, Soziales und so weiter. Ich frage Sie nicht, ob Berlin oder Brüssel Ihre Heimat ist, sondern seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir danken Ihnen, dass Sie aus Berlin heute gekommen sind. Wie gesagt, es wäre schön, wenn es eine gelingende Veranstaltung wird. Am Anfang möchten wir Sie alle vier fragen, bevor wir mit Ihren Statements beginnen. Was verstehen Sie unter Heimat? Bitte nicht 30 Minuten, sondern 3 Minuten. Und vielleicht nehmen Sie auch Stellung dazu, was und wo ist Ihre Heimat? Ich weiß, dass das sehr persönlich ist, das muss selbstverständlich nicht sein. Also was verstehen Sie unter Heimat, wo und was ist Ihre Heimat? Vielleicht beginnen wir einfach bei Ihnen links außen oder rechts außen, ja, ist ja auch egal, Blickwinkel. Herr Böning. Also Heimat ist für mich doch ein ziemlich janusköpfiger Begriff. Aber um nicht damit zu beginnen, also ich
habe vielfache Heimaten. Ich fühle mich beheimatet in meinem Beruf. Ich glaube, das ist vielleicht so und so für fast jeden Menschen das Wichtigste, dass er in seinem Beruf so etwas wie Heimat findet und Erfüllung findet. Das ist für mich eine Stadt mit einer flachen Landschaft, Bremen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in die Berge komme, dann bekomme ich nach 2 Tagen Magenschmerzen. So dieser Blick, den man in der Bremer Wesermarsch hat, der ist mir unverzichtbar für das, was Heimat ist. Für mich ist auch Fußballheimat. Ich gehe seit 10 Jahren in das Weserstadion. Ist leider nicht mehr ganz so erfolgreich, wie es das mal war. Aber das ist also einfach noch sehr viel mehr. Das sind die sozialen Beziehungen, die jeder Mensch hat. Die Landschaft eben, habe ich schon genannt, die sowohl städtisch als auch ländlich sein kann. Das ist die Musik, die Düfte, die Geräusche des Alltags. All das würde ich zur Heimat mit dazuzählen. Also ganz offenkundig ist das etwas ganz Grundlegendes, das die menschliche Existenz prägt und für sie unverzichtbar ist. Aber gerade weil dieses Gefühl, das auch mit Heimat verbunden ist, so grundlegend, so elementar ist, habe ich das Gefühl, kann dem Sprechen über Heimat auch etwas zutiefst Bösartiges innewohnen. Dann nämlich, also er lädt geradezu ein, meine ich, zu Missbrauch und zu populistischer Propaganda. Und wir werden sicher heute Abend auch darüber diskutieren, ob man tatsächlich für etwas so Selbstverständliches wie Heimat ein Ministerium braucht. Ein Ministerium für Integration finde ich prima, muss ich sagen. Dass wir seit 1990 wieder in einem solchen Maße über Heimat sprechen, dass wir heute im Verzeichnis der lieferbaren Bücher über 1000 Bücher finden, die das Wort Heimat im Titel führen und etwa gleich viel, die das Wort Nation im Titel führen, ist vielleicht auch eine Frage, die man diskutieren könnte, ob das Gutes bedeutet. Ich jedenfalls glaube, dass in einem Land, in dem sehr plakativ über Heimat gesprochen wird, eher etwas nicht in Ordnung ist. Zu einem Land, das wäre mir auch noch sehr wichtig für meinen Heimatbegriff, gehören ordentliche soziale Verhältnisse. Und das würde ich nachher vielleicht noch gerne etwas näher begründen. Geordnete soziale Verhältnisse. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt natürlich bitten, dass diejenigen, die jetzt folgen, gerne auch wieder Verdopplungen bringen. Also es ist nicht so, dass man jetzt das, was Herr Böhnen gesagt hat, nicht wiederholen darf für sich selbst. Frau Pollert. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Reinhold Mokrosch, du hattest ja gerade schon gesagt, Heimat verbinden viele mit einem Ort oder einem Gefühl. Und bei mir ist es tatsächlich so, Osnabrück ist nicht meine Heimat, sondern tatsächlich das Osnabrücker Land. Und das kann ich auch wirklich so verorten, weil ich im Bramsche sehr verwurzelt bin mit diesem Ort, mit dieser Region. Das ist, glaube ich, auch ein Privileg, was man haben kann, dass man sozusagen einem Ort verbunden sein kann und dort auch verwurzelt ist. Deswegen kann ich Heimat verorten. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, das hat auch viel mit Zugehörigkeiten zu tun. Viele Menschen werden ausgeschlossen in ihren Heimaten, gerade wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Ich kann für mich sagen, dass ich auch hier trotz meines Migrationshintergrundes das Privileg hatte, dass ich kaum Ausschluss erfahren habe, auch in meiner Heimat nicht, in meiner Heimatstadt Bramsche. Hängt aber auch, das habe ich versucht für mich auch so nachzuvollziehen, damit zusammen, dass ich wiederum aus einem privilegierten Haushalt komme. Mein Vater ist Arzt und ich war immer die Tochter vom Dr. Polat. Es war zwar der türkische Arzt, aber es war immer der Dr. Polat. Da stand sozusagen der Beruf im Vordergrund und vielleicht auch die Profession. Das zum Thema Zugehörigkeit, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, weil viele Menschen ja hier zwar geboren sind, aber trotzdem diese Zugehörigkeit nie erfahren. Und mit dem Ausblick, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil ich verbinde das natürlich auch mit Menschen.
wenn jetzt meine Familie nicht mehr da sein sollte in Bramsche oder auch viele Brüche stattfinden, wo Freundschaften nicht mehr da sind. Wenn das nicht mehr da sein sollte, weiß ich nicht, ob dann Bramsche noch dieses Heimatgefühl bei mir erzeugt, wie ich es jetzt habe, weil jetzt, das kennen ja viele, wenn man aus einem langen Urlaub kam oder lange Zeit weg war und dann die Abfahrt, wenn man mit dem Auto fährt oder wenn ich mit der Bahn ankomme, der Geruch und so bestimmte Gefühle, die dann ausgelöst werden, das habe ich mit diesem Ort. Das werde ich dann wahrscheinlich auch immer haben und mit dieser Region. Aber wenn die Menschen da nicht mehr wären, mit denen ich verbunden bin, dann kann es auch sein, dass ich irgendwo anders dieses Heimatgefühl entwickeln kann. Noch bin ich ja nicht so alt, also wer weiß, wo es mich noch mal irgendwann hin verschlägt. Aber so vielleicht so ein perspektivischer Ausblick, dass das nicht zwingend vielleicht, oder dass sich das auch verändern kann, dass das dynamisch sein kann. Herzlichen Dank. Nun wollen wir mal sehen, wenn Sie weiterhin in Berlin viel sind. Herr, ja, ob dann auch Bramsche weiterhin die Heimat bleibt. Herr Staatsminister, wir bitten Sie um Ihr Wort. Ja, guten Abend und grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder, es kommt ja doch nicht so häufig vor, aber wenn mal wieder in Osnabrück zu Gast sein darf. Ja, Heimat, ich bin in München geboren. Ich war 3 Jahre alt, wie meine Eltern nach Erlangen gezogen sind. Das ist so in der Nähe von Nürnberg. 200 Kilometer nördlich von München. Und wer Bayern ein bisschen kennt, es ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ja? Ob Oberbayern oder Franken. Dergleichen. Und meine Mutter war Münchnerin und mütterlicherseits habe ich es über mehrere Generationen, Stammbaum in München. Und die hat es immer für einen Betriebsunfall gehalten, dass man nach Erlangen gekommen ist. Und deshalb bin ich aufgewachsen oder zunächst erzogen worden, auch meiner Mutter jedenfalls, und im Bewusstsein, also das einzig Richtige ist München. Und ich erinnere mich, glaube ich, es war in der 7. oder 8. Klasse, wo wir einen Aufsatz schreiben mussten, meine Heimatstadt. Und da war zu dem Zeitpunkt noch völlig klar, da war ich immerhin schon etliche Jahre in München, in Erlangen, meine Heimatstadt München. Ja, ich glaube, es gab da noch 2 Klassenkameraden, die über eine andere Stadt geschrieben haben. Alle anderen haben natürlich über Erlangen geschrieben. Ne? So. Aber es war so. Ich glaube, schon 5 Jahre später hätte ich auf die gleiche Frage dann Erlangen, über Erlangen was geschrieben. Ja? Da verändert sich was. So. Dass ich dann später zum Studium wieder zeitweilig in München war, dann beruflich in München und dass ich jetzt quasi jeden zweiten Tag hin und her pendle zwischen Erlangen und München. Okay, das ist das eine. Also es ist jetzt noch keine riesen regionale Weiterentwicklung, aber ich habe während des Studiums meine Frau in Erlangen kennengelernt, die aus Bremerhaven stammt und von der ZVS nach Erlangen zum Studium geschickt wurde und da haben wir uns da kennengelernt und das ist er geblieben. Und jetzt sind wir schon über 35 Jahre verheiratet. Wenn Sie die heute fragen, sagt die, ja, meine Heimat ist jetzt heute mit unseren Kindern und allem drum und dran, ja, und dem ganzen Freundeskreis und alles, was dazugekommen ist, die ist heute ganz eindeutig in Erlangen daheim. Wenn ich dann aber nochmal an eben die Herkunft meiner Frau denke, mein Schwiegervater stammte aus Moers am Niederrhein. Und nachdem er sein Abitur hatte, es gibt nicht nur Leute mit Heimweh, es gibt auch Leute mit dem umgekehrten Fernweh, den zog es in die Ferne. Und er hat es selber gesagt, er kann es auch nicht genau begründen, aber den zog es weg und er wollte zur See fahren. War seine Leidenschaft und hat es dann richtig gelernt als Beruf bis zum Kapitänspatent und war dann später Lehrer an der Hochschule für Nautik in Bremerhaven und Oberseefahrtschuldirektor und was weiß ich alles. Das war dann sein Beruf, sein Inhalt, sein Lebensinhalt, dann auch eine junge Generation, das zur Seefahrt nahezubringen. Und Bremerhaven war dann eindeutig, so wie ich die Familie kennenlernte, nachdem ich meine Frau in Erlangen kenne, das war seine Heimat geworden. Und daran wird schon deutlich, also es kann auf jeden Fall Heimat nicht nur was mit dem Geburtsort zu tun haben. Ja, es gibt viele, die bleiben ihr Leben lang da, aber es ist ganz offensichtlich so, das kann sich verändern und das kann sich ganz neu kreieren und dann ist man wo ganz anders, als man das ursprünglich vielleicht oder in seiner Jugend auch dachte zu Hause. Und vielleicht die letzte Bemerkung dazu, wir haben gerade letzte Woche auf meine Einladung hin bei einer kleinen Feier im Bayerischen Landtag erinnert, 60 Jahre Anwerbeabkommen Deutschland-Türkei.
Und wir hatten eine ganze Reihe türkischstämmiger Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Gast. Und da ist intensiv darüber gesprochen worden, auch die unterschiedliche Wahrnehmung und bis heute unterschiedliche persönliche Sicht der Dinge, wo in der Tat manche aus der Zeit, die damals rüberkam, inzwischen natürlich auch schon etwas älter sind, ja, irgendwo doch noch mindestens genauso in der Heimat sich, in der türkischen Heimat sich zu Hause fühlen wie in Deutschland. Aber natürlich sehr viele, zumindest aus der zweiten und dritten Generation, die inzwischen voll sagen, nein, meine Heimat ist heute Bayern und ganz toll und wunderbar und ich fühle mich wohl hier und ich besuche gerne noch aus der Großverwandtschaft im Sommer Freunde in der Türkei, aber meine Heimat ist heute Bayern. Und ich glaube, so leben viele heute in unserem Land, das ist auch ganz selbstverständlich. Und es ist dann eben nicht nur eine Frage des Ortes, sondern auch eben, wo ist der Freundeskreis und wo ist Beruf und wo wächst dann die nächste Generation. Und ich glaube, das müssen wir alles mit einbeziehen, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet Heimat. Ganz herzlichen Dank, Herr Herrmann, dass Sie es so offen und persönlich auch ausgedrückt haben. War es Absicht, dass Sie nicht sagten, meine Heimat ist Bayern München? Herr Böning hat ja gesagt, Werder Bremen. Also, aber, oder war es Zufall? Aber deswegen ist es nicht meine Heimat. Und im Übrigen muss man dann natürlich, wenn man in Erlangen wohnt, vorsichtig sein, weil dann natürlich eigentlich rund um Erlangen die Fans vom Nürnberger Club dominieren. Ja? Und da muss man dann eher schon wieder sehr mutig sein, wenn man sich da auch dazu bekennt, ein Fan von Bayern München zu sein. Ja. Das ist genauso wie man VfL Osnabrück und Werder Bremen. Gut, vielen Dank. Entschuldigung, darum geht es jetzt nicht. Frau Schmidt-Roschmann, Sie haben gesagt, dass Sie freundlicherweise aus Ihrem Buch genau auf diese Frage, was ist für Sie Heimat und was und wo ist meine Heimat, Stellung nehmen würden. Frau Schmidt-Roschmann. Genau. Ich danke auch für die Einladung. Ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt, dass diese Frage auf mich zukommt. Und ich habe sie tatsächlich in diesem Buch nach vielen Seiten ganz am Ende auch beantwortet. Deshalb werde ich Ihnen das einfach kurz einmal vorlesen. Ich bin mit vielen Geschwistern aufgewachsen in einem wunderschönen Haus mit Garten. Gleich dahinter fing das an, was wir Wildnis nannten. Dort durften wir frei herumstreuen und das taten wir auch jeden Nachmittag. Es war ein Traum für Kinder und meine Eltern haben wirklich alles richtig gemacht. Und doch wollte ich schon als kleines Mädchen in der Fußgängerzone wohnen. Ich stellte mir das toll vor, aus dem ersten Stock von oben die Leute anschauen. Immer Menschen in der Nähe, immer Leben vor dem Fenster. Und wenn man mal Lust auf eine Semmel hat, geht man einfach zum Bäcker gegenüber. Naja, und so ist die Geschichte eben jetzt ausgegangen. Ich wohne in der Fußgängerzone. Oder jedenfalls fast. Mitten in der Großstadt. In einer Steinwüste. Meistens lärmt sie, manchmal stinkt sie. Häufig denkt man, oh nee, nicht auch noch das. Ich habe Gewissensbisse wegen meiner Kinder, weil sie nicht im Haus mit Garten aufwachsen. Und ich bin nur halb beruhigt, wenn sie mir den Zusammenhang zwischen dem weißen Zeug aus dem Tetrapack und einer Kuh halbwegs plausibel herleiten können. Aber wenn ich morgens um 7 mit dem Fahrrad an den Straßenkastanien entlang fahre und es blinzelt ein Sonnenstrahl durch die großen Blätterhände und die Luft ist noch kühl, aber es liegt schon ein Hauch von Sommer darin, dann ist mir vollkommen klar, dass ich hierher gehöre, dass ich nicht wegziehe, jedenfalls nicht, solange ich es vermeiden kann. Nicht nur, dass ich tatsächlich gegenüber die Schrippen kaufen kann, ein kleines Stück weiter ist der Markt mit der Imbissbude, wo angeblich Gerhard Schröder die beste Currywurst seines Lebens gegessen hat und Elmar Wepper und Till Schweiger auch, obwohl es wirklich ein Rätsel der Menschheit ist, wie diese Herren ausgerechnet an diese Pommesbude geraten sein sollten. Auf dem Weg dorthin liegt der Friseursalon, wo die Trockenhauben von 1973 noch hängen und auch sonst scheinbar die Zeit stillsteht. Und nicht weit davon ist der Weinhändler. Einmal um die Ecke gibt es den Buchladen und unweit davon die Schule. In 5 Minuten bin ich da. Ich kann mir sicher sein, dass ich unterwegs jemanden zum Plaudern treffe. Die Nachbarn oder die Erzieherin meines Sohnes oder den Besitzer des kleinen italienischen Cafés. Es ist wunderbar.
Natürlich entgeht auch mir nicht die Ironie, dass ich hier von Kastanien schwärme und vom dörflichen Leben und von ausgetrampelten Pfaden und vertrauten Gesichtern in meinem Hohelied auf die Großstadt. Aber das ist mir egal. Es muss sich niemand für seine Heimat rechtfertigen. Es sind nicht die drei Opernhäuser, die mich hier halten. Es sind auch nicht die 220 Clubs. Sicher gehört das kleine Kiezkino um die Ecke dazu, die Eisbude am Spielplatz oder die Cafés. Es sind natürlich die Menschen um mich und die Tatsache, dass meine Kinder hier geboren sind. Aber es ist noch etwas anderes, Unbestimmtes. Heimat ist der Moment, in dem man aufhört zu rennen, hat mal jemand gesagt. Es ist das Gefühl, verweilen zu können. Das Gefühl, dass hier erstmal grundsätzlich alles gut und richtig ist, unabhängig von dem ganzen Chaos, das trotzdem noch herrscht. Vielen Dank. Das war natürlich auch sehr persönlich. Es ist ja interessant, dass Sie alle vier sowohl Orte, Räume, als auch Zeiten, Erinnerungen und vor allen Dingen dann auch Gefühle genannt haben. Ja, Gerüche, Geräusche, Musikerinnerungen, Bäckererinnerungen. Also es dominierten ein wenig auch die Erinnerungen, aber auch die Gegenwart. Ja, herzlichen Dank dafür. Dürfen wir jetzt Sie um ein Statement bitten. Herr Minister, wenn Sie anfangen, wir hatten das so miteinander besprochen, eben in der Vorbereitung, dass Sie so freundlich sind, 10 bis 13 Minuten war unsere, bitte nicht auf die Uhr schauen, und dass dann Frau Pollert, Sie können zum Podium, zum Pult gehen oder auch hier, wie Sie möchten, bitte. Also ich habe da ein wunderbares Statement vorbereitet, das ich Ihnen da jetzt vorlesen könnte. Aber ich glaube, und jetzt schaue ich doch auf die Uhr, es soll ja wirklich ein Gespräch sein, ein Gespräch miteinander. Und deshalb will ich einfach jetzt nochmal spontan ein paar Anmerkungen an das anschließen, was ich gerade vorhin mit den einleitenden Worten gesagt habe. Ich habe da in der Tat vor allen Dingen von meiner Heimatstadt und der meiner Frau gesprochen. Natürlich ist Heimat dann noch mehr und insofern ist es auch abgestuft. Denn natürlich, wenn mich unter anderen Gesichtspunkten jemand fragt, dann ist natürlich nicht der Fußballclub, aber Bayern, der Freistaat. Natürlich ist das meine Heimat. Und eine Heimat, die ich auch nicht nur auf Erlangen und München bezogen, sondern in der Tat diese ganze Heimat liebe mit den Differenzierungen von Schwaben und Franken und sonst was. Aber in der Tat Bayern ist meine Heimat. Und es gibt eine Untersuchung vom Bayerischen Rundfunk von vorletztem Jahr, glaube ich, die festgestellt haben in dieser Umfrage, dass über 90% der Menschen in Bayern auf die Frage Heimat und so weiter, ja, sagen, ich fühle mich in Bayern wohl und Bayern ist meine Heimat. Und da ist ja logisch, wenn das über 90% sagen, dann sind da jede Menge dabei, die riesen Migrationshintergrund haben. Migrationshintergrund aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt. Und die alle sagen, ich glaube, die ARD hat noch ähnliche Untersuchungen gemacht und die höchste Identifizierung mit dem Land war, das wird Sie jetzt nicht völlig überraschen, im Freistaat Bayern. Das zeigt, dass wir offensichtlich es gelingt, dieses, je nachdem, Wohlfühlen in dem Land, vielleicht auch ein bisschen, nicht im erheblichen Sinn, aber ein bisschen stolz in dem Land zu Hause zu sein und so weiter, dass das sehr rasch auch auf Menschen, die neu nach Bayern kommen, sozusagen übergeht. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass dann doch offensichtlich sehr viel Bereitschaft auch zur Öffnung bei den Einheimischen da ist. Die ist unterschiedlich ausgeprägt und Sie werden in vielen Landesteilen Bayerns erleben das zunächst einmal. Also wenn Sie auf dem Land in manche Wirtschaft gehen, das ist, kann in der fränkischen Schweiz genauso sein wie in Schwaben und sonst was, dass da, wenn einer Neuer in das Wirtshaus kommt, erstmal, also bevor der an den Tisch eingeladen wird, ja, der sitzt dann meistens erstmal ziemlich lang allein an dem Tisch und so weiter. Aber das verändert sich dann rasch, wie man da auch sieht mit der Zeit. Es ist dann doch eine große Offenheit da. Und dann ein neues Heimatgefühl auch für die Menschen, die neu dazugekommen sind. Ja, da gehört dann natürlich auch das Erleben von Natur dazu.
Und es ist völlig in Ordnung, wenn einer die Berge nicht mag. Und es ist das Schöne, dass wir in einem freiheitlichen Land leben und keiner gezwungen wird, in die Berge zu gehen. Und es scheint aber eine ganze Menge zu geben, die fühlen sich recht wohl. Und nicht nur die, die in Bayern zu Hause sind, sondern kommen ja auch noch eine ganze Menge Urlauber und dergleichen. Und den einen gefällt es natürlich in der City von München unheimlich gut und die anderen lieben das Leben im ländlichen Raum. Und das eine wie das andere kann offensichtlich Heimat sein. Insofern muss man klar sagen, man kann das nicht so eng definieren, weil es sehr viel auch mit ganz persönlichen Emotionen zu tun hat. Und die Menschen haben ganz unterschiedliche Emotionen und die Menschen ticken ganz unterschiedlich und haben ganz unterschiedliche Gefühle. Und deshalb wird auch wahrscheinlich, je emotionaler letztendlich die Fragestellung ist, desto unterschiedlicher werden die Antworten auch zu dem Thema, was ist Heimat und was empfindet der Einzelne als Heimat. Und trotzdem erlebe ich, und das sage ich jetzt vielleicht ganz bewusst angesichts dessen, Erlangen ist, auch wenn es eine Stadt mit nur 110.000 Einwohnern ist, eine, die aufgrund von Universität und Siemens unheimlich international aufgestellt ist. Und man begegnet auf Schritt und Tritt der vielen Menschen, bei Siemens zum Beispiel, die ständig, jetzt im Moment in der Corona-Zeit weniger, aber davor unentwegt rund um den Globus unterwegs waren und so weiter, weil ja Siemens überall unterwegs ist und so weiter. Und je mehr manche Leute unterwegs sind rund um den Globus, desto mehr hat man dann oft im persönlichen Gespräch den Eindruck, desto wichtiger ist ihnen, dass sie wissen, wo sie wieder nach Hause kommen, wo sie daheim sind und wie wichtig diese Verankerung ist. Da gibt es dann, und das sage ich gerade jetzt wiederum aus der Perspektive Erlangs, da gibt es dann in manchen Großstädten, manche, die sagen, das ist doch Provinz und wie kann der da sonst über Verträge in New York und Buenos Aires und Tokio verhandelt und so weiter, wie kann der sich so danach sehnen, da wieder in diesem fränkischen Dorf, in Anführungszeichen, nach Hause zu kommen. Ja, aber genau so ist es. Deswegen sind es tolle Leute, die sich auch genau verstehen, mit Argentinern genauso wie mit Chinesen wunderbar zu verhandeln und so weiter. Und trotzdem kommen sie dann da wieder heim und sagen, genau da ist meine Heimat. Und die sind dann auch alljährlich, ich weiß nicht, ob schon jemand hier Stanford anwesend in Erlangen war, auf der Erlanger Bergkirchweih hin und so weiter und so weiter. Ja, das gehört dann eben auch mit dazu. Ja, in den 70er Jahren gab es mal so eine Hypewelle mit dem Begriff der Nostalgie. Und ich glaube, es ist dann von vielen später auch Thema Heimat und so weiter, da alles damit so in einen Topf geworfen. Aber das ist es nicht. Heimat, es mag für manche auch Heimat immer was Vergangenheitsbezogenes sein. Und wir haben lange Zeit politisch in unserem Land über Heimatvertriebene und so weiter diskutiert. Und da war das natürlich sehr stark, ja, die Heimat, das wurde eine Erinnerung an das, was früher mal war. Aber ich glaube, heute ist für die allermeisten Menschen Heimat nicht was Nostalgisches, sondern das ist hochaktiv, das ist aktuell. Und wenn die Menschen heute sagen, viele jedenfalls in Bayern, ja, Bayern ist meine Heimat, dann hat das natürlich auch sehr viel mit dem heutigen Lebensgefühl, aber natürlich auch mit der Zukunftserwartung zu tun. Und ich glaube, das ist die entscheidende Herausforderung natürlich auch, dass wir die Pflege auch guter Traditionen, und die gehören auch zu Heimat, dass sie diese Pflege guter Traditionen gleichzeitig verbinden, natürlich auch mit der Zukunftsperspektiven. Und das ist eben kein Widerspruch. Ich kann nicht nur im Gestern und in der Pflege von Gestern und Geschichte und sonst was, Denkmalschutz ist wichtig und vieles andere mehr, verharren, sondern wir müssen natürlich trotzdem Zukunft bauen, und das widerspricht sich nicht. Und ich kann eben mich in auch diesem Erlangen wohlfühlen und zu Hause sein oder in München und dergleichen mehr und die Tradition pflegen und was da alles großartig ist. Und wenn Sie vom Königreich sprechen, ist ja auch alles Vergangenheit. Ja? Und trotzdem sind wir an der Spitze des Fortschritts und machen digital und machen Hightech. Und das muss man miteinander verbinden. Und das ist aus meiner Sicht wichtig. Es gab Zeiten in der Tat, wo Heimat da ziemlich so verramscht wurde und irgendwas Altmodisches. Nein, also wenn man es jedenfalls positiv, diese positiven Gefühle, und auch wenn man von Patria spricht, Cicero zitiert, Patrioten sind keine Nationalisten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied. Die eigene Heimat zu lieben bedeutet eben gerade, und so habe ich das bei den allermeisten erlebt, bedeutet eben nicht
eine Überheblichkeit gegenüber anderen. Das ist der Unterschied zu Nationalisten. Also eine übersteigerte Überheblichkeit, sozusagen, ich bin was Besseres. Deutschland, Deutschland über alles. Nein, aber die eigene Heimat zu lieben, aber mit großem Respekt davor, dass andere ihre Heimat lieben und dass jemand in einer anderen Heimat genauso verliebt sein kann, wie ich in meine. Und dass das ja überhaupt keine Konkurrenz ist, weil das was ganz unterschiedliches ist. Aber dass ich in der Tat auch dazu stehe, dass ich meine Heimat liebe. Und jetzt in der Tat als einer, der nicht in der Bundespolitik, sondern Landespolitik zu Hause ist, natürlich auch in besonderer Weise für dieses Land, in dem ich zu Hause bin, Verantwortung trägt. Ja, das gehört dann so mit dazu. Damit will ich es mal bewenden lassen. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionsbeiträge. Dankeschön. Vielen Dank für diese Klarheit Ihrer Aussagen und Ihrer persönlichen Worte. Frau Pollert, ich vermute, dass Sie etwas anders argumentieren jetzt, aber wir hören Ihnen gerne zu. Ja, ich versuche mal meine Perspektive einzubringen und auch jemand, die sehr gelitten hat, als die Heimatabteilung eingeführt wurde. Und das kann ich auch kurz begründen, weil wir ja in den Austausch kommen wollen. Ich merke eben auch als Migrationspolitikerin, dass Heimat ja doch, deswegen hattest du Reinhold Mokosch ja auch uns gefragt, ob du diese Frage stellen kannst, Heimat was sehr Persönliches ist. Weil eben Heimat mit sehr viel unterschiedlichen Erfahrungen, Biografien verbunden ist, oftmals auch mit Schmerz. Und eben auch, was ich eingangs sagte, das ist mir ganz wichtig, auch als Migrationspolitikerin zu sagen, mit einem Gefühl von Zugehörigkeit. Weil die Zitate, die Sie ja auch genannt haben von Möser oder eben auch anderen, die sich mit Heimat beschäftigt haben, bringt ja auch immer eine Perspektive ein und wer definiert diese Heimat? Die Gesellschaften oder die Menschen, die in dieser Heimat leben, definieren ja ihre Heimat. Und definieren sie sie so, dass sie offen ist und inklusiv oder ist sie exklusiv? Wenn Sie Ihre Heimat Erlangen beschreiben, beschreiben Sie sie wahrscheinlich trotzdem anders als jemand, der in Erlangen geboren ist und dort Rassismuserfahrung gemacht hat, zum Beispiel. Oder ob er sich dort heimisch fühlt, weil er eben keine Zugehörigkeit erfahren hat, eben aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen, weil es vielleicht Erlangerinnen und Erlanger gibt, die sagen, Erlangen ist so und sieht eben nicht so aus oder zu Erlangen gehören diese Menschen nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass Heimat was sehr Persönliches ist und immer die Frage ist, wer definiert das? Fangen wir als Politikerinnen an, Heimat versuchen politisch, und jetzt nehme ich mal den Begriff, der ist natürlich schon dann tendenziös, zu instrumentalisieren, gerade als Heimatminister mit einer bestimmten Haltung heraus, so will ich es mal, Herr Seehofer ist ja nicht mehr mein Innenminister bald, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, zumal wenn dann dieser Heimatminister, von dem ich ihn auch gefragt habe, ob er diese Sätze bereut, dass man sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme oder eben auch sagt oder sich freut an dem Geburtstag, dass so und so viele Menschen abgeschoben sind, gibt das immer kleine Stiche in eine Gesellschaft, die ja nicht homogen ist, sondern sehr heterogen und dynamisch ist und eben viele Menschen und Perspektiven einbringt. Und ein Heimatminister, der sozusagen das Heimatministerium ja auch politisch verstehen wollte, hat damit viel Ausgrenzung betrieben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Ängste in dieser Gesellschaft nicht wahrgenommen. Er hat die Ängste von einer bestimmten Gruppe wahrgenommen, aber beispielsweise nicht von Migrantinnen und Migrantinnen, die täglich von Bedrohungserfahrungen erzählt haben oder eben auch von Todesangst, weil in diesem Land Menschen gestorben sind aufgrund von rechtsterroristischen Anschlägen und nicht wenige gerade in der letzten Legislaturperiode. Von daher ist für mich der Heimatbegriff natürlich sehr belastend, wenn er politisiert wird und eben bestimmte Perspektiven ausschließt. Zumindest ist das mein Eindruck gewesen, auch in den letzten 4 Jahren. Und um auch einen Ausblick zu geben, wer schon ein bisschen in den Koalitionsvertrag schauen konnte, wollen wir gerade in dem Bereich der Migration, Einwanderungs-, aber auch in der Vielfaltspolitik einen Paradigmenwechsel gehen. Das bedeutet, dass wir wirklich alle Perspektiven
in unserem politischen Handeln berücksichtigen wollen. Auf der einen Seite eine rassismuskritische Gesellschaft sein wollen, wo wir alle einladen, sich jeden Tag auch selbst zu hinterfragen, welche Rassismen man sich in sich trägt, und wirklich eine Gesellschaft sein, die offen sind für verschiedene Lebensentwürfe und die Lebensentwürfe und die Lebensrealitäten von jedem Menschen anerkennen und auch Möglichkeiten bieten, dass jeder Mensch, der hier lebt, auch die gleichen Chancen bekommt. Und das ist ein kleiner Rundumschlag von der Heimatpolitik zur Migrationspolitik, Herr Herrmann. Vielleicht können wir eben einen Moment darüber reden. Das ist auch sehr different. Ich nenne jetzt mal ohne Titel, nehmen wir uns mal. Herr Herrmann, es gibt ja jetzt auch dieses Buch von den zwei Muslimas mit dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum. Und nun hat Frau Pollert gerade davon geredet, es gibt auch andere Perspektiven. Vielleicht auch auf Erlangen ist jetzt, oder auf Bremerhaven oder auf Osnabrück. Es ist egal jetzt. Wie gehen wir mit diesen anderen Perspektiven um, Herr Herrmann, die sich nicht an dem Ort, an dem Sie schon jetzt lange leben, als mit Migrationshintergrund, nicht beheimaten können? Ja, also zunächst mal möchte ich festhalten, aber ich glaube, hoffe jedenfalls, dass wir da nicht unterschiedlicher Meinung sind. Die allermeisten in unserem Land, wenn sie das Wort Heimat in den Mund nehmen, haben dabei überhaupt keine rassistischen oder sonstigen Vorstellungen. Ja. Es gibt welche, wenn ich mir die Propaganda der AfD anschaue, die versuchen, diesen Begriff zu instrumentalisieren. Aber ich möchte schon sagen, es haben nach allen Umfragen die Mehrheit der Deutschen ein ganz positives, selbstverständliches, ganz normales Verhältnis zu dem Begriff Heimat. Und es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, dass jeder, der den Begriff Heimat verwendet, schon irgendwo sich erstmal rechtfertigen muss, dass er kein Rassist ist. Das hat damit wirklich meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Was Integration insgesamt anbetrifft, muss man natürlich sehen. Ich habe vorhin schon von dieser Veranstaltung anlässlich des 60-jährigen Anwerbeabkommens gesprochen. Damals hat man von Gastarbeitern gesprochen. Da haben wir alle einiges gelernt. Aber eins muss man natürlich immer noch sehen, weil ich vorhin so ein Beispiel Siemens angesprochen habe. Es ist natürlich heute auch so, dass Siemens oder BMW oder wer auch immer da Ingenieure für 4 Jahre nach Peking oder nach Kapstadt oder was schickt. Und die haben von Anfang an nicht das Ziel, dort heimisch zu werden. Die sind da jetzt dort, weil sie ihre Firma hingeschickt haben. Und die haben alle das Ziel in der Regel, manchmal ändert sich das dann, wenn sie dort sind, aber die haben von vornherein das Ziel, natürlich wieder, je nachdem, wo sie herkommen, nach Deutschland oder Großbritannien oder wo auch immer, zurückzukehren. Ich kann also nicht automatisch, das ist schon wichtig und das gilt für andere, die nach Deutschland kommen, heute bitteschön auch, ich kann nicht bei jedem von vornherein unterstellen, dass der, wenn er neu in ein Land kommt, auf Dauer da bleiben will. Die Mehrzahl will das sicherlich bei uns in Deutschland. Und da sage ich, da brauchen wir gute Integration. Und Integration ist immer eine Sache. Da muss derjenige, der in unser Land kommt, selber sich integrieren wollen. Und die Gesellschaft hier... auch geschildert worden ist, was das Leben bei uns eben entsprechend auch ausmacht. Ja. Und ich kann nur noch mal sagen, zurück zu der Umfrage vom BR, die allermeisten tun das auch. Ja. Es gibt immer auch Probleme und mancher hat Schwierigkeiten und mancher begegnet leider auch einem Rassisten. Solche gibt es auch in unserem Land. Es gibt auch Leute, die wollen überhaupt keine Zuwanderung und dergleichen. Das ist natürlich auch völliger Schmarrn. Ja. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Aber es ist nicht typisch für unsere Gesellschaft.
Und das muss man auch deutlich sagen. Darum habe ich zu dieser Feier letzte Woche auch übrigens eine ganze Reihe von türkischstämmigen Polizeibeamtinnen und Beamten der Bayerischen Polizei eingeladen. Ganz bewusst, um deutlich zu machen, wir freuen uns darüber, dass wir heute inzwischen auch schon eine stattliche Anzahl von Polizeibeamtinnen und Beamten haben mit türkischem Migrationshintergrund. Und das ist ganz selbstverständlich und die sind gut integriert in die Bayerische Polizei. Sie tun gleichzeitig leisten einen wichtigen Beitrag, um gerade auch von Menschen, die neu aus der Türkei gekommen sind oder auch schon länger hier leben, um da, denke ich, immer wieder in einem guten Gesprächskontakt zu sein. Und es ist wichtig, dass sich natürlich auch zum Beispiel türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass sie das auch erkennen, dass man auch so in unserem Staat, auch in Staatsfunktionen wie der Polizei, entsprechend hier akzeptiert wird und Karriere machen kann und. Also von daher würde ich sagen, wir sind da eigentlich insgesamt gut unterwegs. Wir haben auch noch genügend Probleme. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, und das gilt jetzt für die breite Mehrheit der Menschen in unserem Land, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn bei der breiten Mehrheit in unserem Land, wenn die das Wort Heimat verwenden, dass das in erster Linie ausgrenzend verwendet wird. Das ist nicht die Realität und das ist auch nicht das Bewusstsein. Es gibt solche Menschen, aber es prägt nicht die Mehrheit der Menschen in unserem Land, wenn sie über Heimat sprechen. Frau Pollert, ich will eben noch, aber natürlich auch Herr Böning und Frau Schmidt-Roschmann natürlich auch, aber Sie jetzt noch mal fragen, wie ist eigentlich das Verhältnis Ihrer Meinung nach, Frau Pollert, von Beheimatung, also von Heimat und Integration? Also ein bisschen scharf gefragt, ist Integration eine Voraussetzung für Beheimatung oder ist Beheimatung eine Voraussetzung, dass man sich auf Integration einlässt? Und dann, was sagen Sie zu denjenigen, die sagen, ja, ich weiß ja, dass ihr hier ein bestimmtes Verhältnis von Männern und Frauen habt und dass Staat und Religion hier getrennt wird und dass der Staat neutral sein muss. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber ich praktiziere das hier nicht. Also vielleicht, um noch mal ganz kurz, dann gehe ich auf die Frage ein, zu erwidern, genau das wollen wir überwinden, diese Sprache die und wir. Weil wenn Sie über die sprechen, sprechen Sie, exkludieren Sie mich als Mensch mit Migrationshintergrund auf der einen Seite und auf der anderen Seite fühle ich mich, wenn ich jetzt die Polizistin wäre mit Migrationshintergrund, die vielleicht schon in dritter Generation hier bin, sie sagt, Sie würden zu mir sagen, ich bin gut integriert, das haben auch schon Kollegen zu mir gesagt, ist das eine Art Überheblichkeit, dass Sie mich hier integrieren müssen. Das spricht mir so ein bisschen die Zugehörigkeit ab. Und dieses Gefühl haben ganz, ganz viele Menschen, die schon hier mehrere Generationen leben, dass immer noch eine Mehrheit ist, die natürlich in politischer Verantwortung noch in der Mehrheit ist, noch Migrantin, Zuwanderer in vielen Generationen, aber auch Neuzugewanderte, ein anderes Zugehörigkeitsgefühl geben. Und da komme ich gleich zum Begriff Heimat. Wenn Heimat was sehr Persönliches ist, aber nehmen wir mal das unter Definition von Zugehörigkeit, dann ist es, glaube ich, wichtig, wenn Menschen hier neu ankommen, auf welchem Weg auch immer, das ist ja auch ein bisschen zu kontextualisieren, ob jemand freiwillig kommt, weil er hier zum Arbeiten sich bewusst für Deutschland entscheidet oder er entscheidet sich bewusst für Deutschland als Geflüchteter, wenn er es denn bis hierhin schafft oder sie. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Und gerade, weil Sie über Gastarbeiterinnen gesprochen haben, Gastarbeiterinnen haben dieses Zugehörigkeitsgefühl unterschiedlich erlebt, so will ich es mal sagen. Und das werden Sie vielleicht auch in den vielen Geschichten, auch in den Dokumentationen, die jetzt zumindest in bestimmten Programmen abends gelaufen sind. 20 Uhr Talkshows haben sich nicht mit dem Gastarbeiterabkommen 60 Jahre befasst, obwohl das jetzt die Generation ist, die nicht mehr lange lebt, die wenigen, die noch da sind. Die haben sehr viel Zugehörigkeit gefahren, weil sie als Arbeitskräfte gesehen wurden und das haben sie ja auch erfahren. Das waren die Kumpels, das waren in den Betrieben die Kolleginnen und Kollegen und viele haben sich auch gewerkschaftlich organisiert in der ersten Generation. Darüber haben sie ihre Zugehörigkeit erfahren. Die Zugehörigkeit haben sie nicht erfahren vom Staat tatsächlich. Also mein Vater, habe ich ja erzählt, ist Arzt gewesen und war ein
quasi ein Seelendoktor, auch für viele türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und die Geschichten haben wir gemeinsam nochmal reflektiert von vielen Gastarbeiterfamilien, auch hier in der Region. Und die haben sehr viel Schmerz erfahren, in den Ausländerbehörden beispielsweise, sehr viel Schmerz. Und das tragen die mit sich. Und die Geschichten von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern sind sehr schmerzvolle, weil sie schon ihre Heimat hier gefunden haben. Das werden Sie auch wahrscheinlich gehört haben. Viele haben ihre Heimat gefunden, haben gar nicht mehr die Heimat im Herkunftsland. Das ist so eine schmerzvolle, weil sie wissen, wenn sie in der Türkei sind, dass sie da auch sich nicht mehr richtig heimisch fühlen, weil sie sich ja eigentlich heimisch hier fühlen. Das ist eine Zerrissenheit. Und diese Heimat hätten wir ihnen geben können, dass sie wirklich sagen, Deutschland ist meine Heimat und vielleicht auch nicht sich so bewegen müssen in zwei Heimaten, wenn dieses Zugehörigkeitsgefühl auch durch den Staat erzeugt worden wäre. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl kann Staat signalisieren, nicht unbedingt indem er Heimat aufladen, sehr auflädt über eine Heimatabteilung, sondern eben indem man andere Signale setzt, zum Beispiel indem man nicht Sätze sagt als Innenminister von Deutschland, dass Migration die Mutter aller Probleme ist. Vielen Dank. Ich glaube gerne, dass Sie jetzt, Herr Herrmann, sofort darauf reagieren möchten. Ich will nur eben sagen, an Ihren Satz mit Ausgrenzung, das Ziel unseres Abends hier zum Thema Heimat ist eben, dass Heimat auf keinen Fall ausgrenzen soll. Das ist also ganz eindeutig unser Ziel. Aber wir müssen etwas weiterkommen jetzt. Bitte schön, Herr Böning, ja, noch dazu. Ich würde doch ganz gern mit einem Satz auch noch etwas Wasser in den Wein tun, den Sie vorgetragen haben, dass doch die meisten sich hier auch beheimatet fühlen, die hierher gekommen sind. Prinzipiell glaube ich das sehr, dass also die meisten, zum Beispiel die aus der Türkei, ins Mikro, und heute in Erlangen leben, sagen, das ist meine Heimat. Aber ich habe, eines meiner sieben Geschwister ist in Botswana im Entwicklungsdienst gewesen und er ist mit einer schwarzen Frau und mit vier mehr oder weniger schwarzen Kindern nach Deutschland zurückgekommen. Und das sind zwei Mädchen, zwei Jungen, die Mädchen haben nicht ganz so diese Probleme, die haben ganz andere Probleme, aber die Jungen, also als Jugendliche, werden ständig von der Polizei kontrolliert, auch im weltoffenen Bremen, also und anlasslos und einfach nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das sind Erfahrungen, die man selbst machen muss, um das zu glauben. Also vielen Dank, auch das wäre, ich habe noch vergessen, wir dürfen keine Mikrofone im Publikum rumgeben. Corona-Gefahr. Sie haben aber Karten auf Ihren Sitzen liegen. Und bitte, bitte, bitte äußern Sie darauf, schreiben Sie darauf, was Ihnen am Herzen liegt, eine Frage oder ein Kommentar. Dann bitte heben Sie die Hand, dann kommt nämlich Frau Rea Tepöhl zu Ihnen und nimmt Ihnen diesen Zettel ab und gibt ihn zu uns. Wäre es, ich weiß, Herr Herrmann, dass es jetzt Ihnen schwerfällt, dürfen wir jetzt aber trotzdem mal eben mit fortfahren, dass jetzt, wir hatten ausgemacht, Herr Böning und dann Frau Schmidt-Roschmann und dann gehen wir in die Diskussion wieder. Sie können auch ans Pult gehen, wenn Sie wollen. Aber ich habe mich entschlossen, doch sitzen zu bleiben, auch wenn es vielleicht das eine oder andere ein ganz klein wenig akademischer ist. Aber ich habe mich auch bemüht, in diese 10 Minuten Heimat, zu denen ich aufgefordert worden bin, hier mir etwas zu überlegen, schon auch Persönliches eingebracht, was also meine Existenz als Mensch und als Staatsbürger und nicht zuletzt auch mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun hat. Zuallererst, mir erscheint Heimat als eine schöne Utopie, formuliert in unserem Grundgesetz, das mit dem Begriff der Heimat nicht herumpoltert, sondern ihn nur an einer einzigen Stelle in Artikel 3 kennt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Da wäre in der Tat Heimat, wo das Gültigkeit hätte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Ort der Kindheit und Jugend nicht zwingend mit Heimatgefühlen verschwistert sein muss.
Die kleine Industriestadt, in der ich geboren wurde, hat mir wenig Heimat geboten. Ich erinnere vor allen Dingen als Jugendlicher die öde Ereignislosigkeit der frühen 60er Jahre, gepaart mit dem gemeinsamen Beschweigen des scheinbar Vergangenen, das doch in Wirklichkeit noch so lebendig und gegenwärtig war. Heimat hat auch dunklere Untertöne, so scheint mir. Vielleicht kennen Sie das Lied Deutscher Sonntag, 1964 gesungen von Franz Josef Degenhardt, das mich 15-jährig, ich lernte gerade im ersten Lehrjahr den Beruf des Elektrikers, begeisterte und mir den Beruf des Deutschlehrers als wunderschön imaginierte. Noch als Lehrling bin ich mit dem Begriff der Heimat erstmals bewusst konfrontiert worden. 1966 fasste ich den Entschluss, das Grundgesetz nicht, also das Grundgesetz erwähne ich immer wieder, weil das tatsächlich für mich ein wichtiger Teil von Heimat ist, das grundgesetzlich verbriefte Recht zu nutzen, den Kriegsdienst zu verweigern. Dreier Verhandlungen bedurfte es, bis man mir die Gewissensentscheidung glaubte. Man redete auf mich ein, ob ich denn nicht einmal bereit sei, meine Heimat zu verteidigen. Mein Einwand, statt ihre Heimat zu verteidigen, seien deutsche Soldaten gerade damit beschäftigt gewesen, Millionen Menschen überall in Europa nicht allein die Heimat zu zerstören, sondern auch das Leben, um dann am Ende das eigene Land in Trümmer zu legen, stieß auf eisiges Schweigen. Dann widersprach man mir, das Grundgesetz bestimme, dass deutsche Soldaten nun aber wirklich allein zur Verteidigung eingesetzt werden dürften. Nie wieder würden deutsche Soldaten in fremde Länder gesandt. Außer zur Verteidigung, so steht es noch heute in unserer Verfassung, dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Angesichts dessen, dass deutsche Soldaten sich wieder in aller Welt aufhalten, fürchte ich um meine Heimat. Am Ende meines Studiums stand 1978 eine Staatsexamensarbeit mit dem akademischen Titel Der Heimatbegriff bei Oskar Maria Graf und Ludwig Ganghofer. Man kann sich die überaus erfolgreichen Menschen- und Naturzeichnungen bei Ganghofer kaum primitiv genug vorstellen. Die guten Menschen leben in den Bergen, die Bösen in den Städten. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich da ausgeschlossen gefühlt habe. Wer südländisch aussieht, kann per se nicht gut sein. Zu hören ist in seinem Werk der Siegesjubel des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71. Man kann bei der Lektüre jenen nächsten Krieg erahnen, den wir heute als Ersten Weltkrieg bezeichnen. Oskar Maria Graf hat seine bayerische Heimat, die von denen zerstört wird, die dieses Wort beständig, also zeigt eine bayerische Heimat, die von denen zerstört wird, die dieses Wort beständig im Munde führen. Sein Roman »Das Leben meiner Mutter« ist Weltliteratur. Der erste Teil steht unter der Überschrift »Menschen der Heimat«. Geschrieben hat er ihn im Brünner und New Yorker Exil. Erschienen ist das Werk 1940 zuerst in englischer Sprache. Mit großer Genauigkeit werden die sozialen Strukturen und Gegensätze in Grafs oberbayerischer Heimat geschildert. Grafs wichtigste Lehre lautet, wer seine Heimat nicht gegen den antihumanistischen Ungeist verteidigt, verliert sie. Mein wissenschaftliches Lebensthema habe ich mit der Epoche der Aufklärung. Eben fragen, ob die da oben in der Technik für unser Mikrofon mit zuständig sind. Sind Sie in der Technik für unser Mikrofon zuständig? Aber jetzt geht's ja wieder. Vielen Dank. Hat sich erledigt. Also ich sagte eben, danke. Ich sagte eben, mein wissenschaftliches Lebensthema habe ich mit der Epoche der Aufklärung gefunden. Meine Dissertation setzt sich mit einer Bürgerbewegung auseinander,
die von den Zeitgenossen als Volksaufklärung bezeichnet wurde. Hier steht das Wirken Heinrich Zschokkes in der Schweiz im Mittelpunkt, ebenso der von ihm über 5 Jahrzehnte herausgegebene, aufrichtige und wohlerfahrene Schweizer Bote, die erste Zeitung für die Landbevölkerung in der Schweiz. Zschokke, 1771 in Magdeburg geboren, hatte 1798 in der Eidgenossenschaft eine neue Heimat gefunden, die er sich mit seinem Engagement für politische Rechte aller Bevölkerungsschichten und insbesondere für die Pressefreiheit regelrecht eroberte. Er trat für eine politische Kultur ein, in der demokratische Rechte geschützt werden, in dem ein möglichst großer Teil der Bevölkerung direkt an politischen Entscheidungen beteiligt ist. Ein wesentliches Moment von Heimat, will mir scheinen. Die populäre Aufklärung trat für Reformen und praktische Verbesserungen ein. Sie strebte Verhältnisse an, in denen jedermann zu Recht von seiner Heimat sprechen konnte. Hier finden wir die Reformatoren des niederen Schulwesens und die Begründer der ersten Lehrerseminare, die Gründer von Hebammenlehranstalten und von Ausbildungsstätten für Wundärzte, die Erfinder ganz neuer Institutionen wie Sparkassen und Versicherungen, Sonntags- und Ackerbauschulen, Taubstummschulen, Abendschulen für Handwerker, Flussbade- und Rettungsanstalten, Krankenhäuser für Arme, Arm-Arzneikassen, Dorfbibliotheken und Dorflesegesellschaften. Zuallererst haben mir die Entdecker der Bildungsfähigkeit aller Menschen imponiert, die Kämpfer gegen Bildungsprivilegien, die Verfechter einer universalen Aufklärung, die Zweifler an der Gottgewolltheit der ständischen Gesellschaft mit der Zuteilung von Lebenschancen nach der Geburt. Ein lange übersehenes Engagement der Gemeinnützigkeit finden wir in der Aufklärung. Diese Menschen haben sich selbst als Patrioten bezeichnet. Sie haben, Herr Herrmann, diesen Begriff ja schon erwähnt und ihn gegen die Nationalisten gestellt. Genauso haben das die Aufklärer auch gesehen. Ebenso vertraten sie die Forderung nach politischer Teilhabe, ohne die mir Heimat schwer vorstellbar ist. Eine erstaunlich lebendige Bürgerbewegung hat 10.000 Schriften von 3.000 Autorinnen und Autoren hervorgebracht, wobei das nur 3 Autoren waren und da alles Gendern etwas Euphemistisches hat. Diesen Menschen ging es um praktische Lebenshilfe und die Befähigung zum Selbstdenken. Als praktischen Aufklärer finden wir auch Justus Möser, den ich bewundere, weil er mit seiner Heimat, der bäuerlichen Wirtschaft und den arbeitenden Menschen so sehr vertraut war. Mit seinem Anzeigen- oder Intelligenzblatt gelang ihm eine publizistische Erschließung der kleinen Welt des Osnabrückischen Hochstifts, die über ein kritisches Potenzial verfügte, das sich vermutlich sehr viel radikaler entfaltet hätte, wenn er in seiner Heimat nicht in die Regierungsgeschäfte und die Interessen der Ritterschaft eingebunden gewesen wäre. Seine Fähigkeit, das Machbare nach Gesetzen der Vernunft zu gestalten, weist mehrfach über die vorgegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus. Richtschnur für sein eigenes Handeln waren erstaunliche Worte. Es schien mir nicht genug, dass ein Land mit Macht und Ordnung beherrscht wird, sondern es sollte dieser große Zweck auch mit der möglichsten Zufriedenheit aller derjenigen, um deren Willen Macht und Ordnung eingeführt sind, erreicht werden. Möser ging es um gemeinen Nutzen, um Reformen, die die Lebensverhältnisse der Bevölkerung im Osnabrückischen verbesserten. Heimat, so will mir aus der Beschäftigung mit der praktischen Aufklärung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts erscheinen, hat ein aktives Moment, wenn man sie bewahren und nicht verlieren will. Überlässt man das Handeln den Ideologen, die heimatliche Werte gegen Fremdes und andere Kulturen ausspielen, dann entfaltet sich eine Bösartigkeit, die das Zusammenleben zerstört. Heimat ist da immer meine und deine nicht, und darum musst du draußen bleiben. Ich hätte jetzt noch was sagen wollen zu diesem Buch dort, Eure Heimat ist unser Albtraum, aber das überspringe ich mal. Zum Nachdenken über Heimat und Entheimatung hat mich eine Biografie angestoßen, die ich über Julius Moses verfasst habe, den 1868 geborenen Arzt, Publizisten und Politiker, der am 24. September 1942 in Theresienstadt ermordet wurde.
In den Briefen an seine Kinder, die sich zu seiner Erleichterung bereits im Exil befanden, beschreibt er den Prozess, in dem man ihn seiner Heimat beraubte. In seiner Jugend begrüßte Moses die neu entstehende Alternative zur Assimilation, den Zionismus, der ihm Ausdruck des utopischen Traums von einer jüdischen Heimat ohne Antisemitismus, ohne die dauernde Angst, Heimat zu verlieren, erschien. Ist noch ein ganz kleines Stück. Noch 1933 empfindet er bitter, an der Gemeinschaft nicht mehr teilzuhaben, heimatlos zu sein, wo man geboren ist, gepeinigt und ausgestoßen zu sein, wo man die Erinnerung an Eltern und Großeltern zurücklässt, gibt es ein schrecklicheres Geschick, eine blutigere Verhöhnung der Menschlichkeit, der Zivilisation, der Gerechtigkeit, der christlichen Nächstenliebe. Die kleine jüdische Minderheit von 0,8% der deutschen Bevölkerung war entheimatet worden. Am schlimmsten erschien Moses das Leben ohne Nachbarn. Überall kennt das Leben den nachbarlichen Menschen, schreibt 1935 der Rabbiner Joachim Prinz. Das ist nicht der Freund, aber einer, der gewillt ist, mit dem anderen das Leben zu tragen, es ihm nicht zu erschweren, seine Mühen und sein Hasten mit freundlichen Augen zu betrachten, das fehlt. Am Ende trat zum Raub der Heimat und der Nachbarn der Raubmord. Ja, vielen Dank, Herr Böning. Ist ja wirklich eindrucksvoll, wie persönlich biografisch wir hier auf dem Podium auch für die Öffentlichkeit hier argumentieren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dazu gemacht haben. Dürfen wir jetzt einfach fortfahren, Frau Schmidt-Roschmann, dass wir Ihre Worte jetzt hören? Vielen Dank. Ich werde mal auch davon absehen, mein Manuskript hier vorzutragen, sondern vielleicht nur noch mal ein paar Dinge versuchen einzuordnen, beziehungsweise in die Reihenfolge vielleicht noch mal zu bringen, zur Entwicklung dieses Begriffs Heimat. Sie haben es schon angesprochen, es ist auch schon vieles gesagt worden. Ich würde nur noch einmal das vielleicht so ein bisschen strukturiert noch mal in Erinnerung rufen. Wenn wir uns Umfragen anschauen, dann ist eigentlich das sehr klar seit Jahrzehnten, und ich habe viele Umfragen dazu gelesen, immer wieder, was die Menschen antworten auf die Frage, was ist Heimat? Und das ist sehr persönlich und in aller Regel sehr positiv besetzt. Ich zitiere mal eine Umfrage aus dem Jahr 2015. Das wurde damals im Auftrag des SWR erstellt von Infratest DIMAP. Ist aber in der Tendenz ganz ähnlich wie andere Umfragen, die früher oder später gemacht wurden in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Da haben 9 von 10 Befragten gesagt, Heimat sei wichtig oder sehr wichtig. Nur 1% sagte, kann ich gar nichts mit anfangen. Und 89% sagten, Heimat ist ein positives Gefühl. Ich nenne noch ein paar andere Antworten aus dieser Umfrage. Was ist Heimat? Da sagten 92% Freunde, Familie und Verwandtschaft. 88% nannten den Ort, an dem sie leben. 86% nannten Gefühle wie Geborgenheit, Sicherheit, Zufriedenheit. Und 66%, also schon deutlich weniger, den Ort, wo sie aufgewachsen sind. Das ist der Stand heute. Ich glaube, ganz viele können sich auch damit so identifizieren, darin wiederfinden. Ich wollte nur in Erinnerung rufen, dass das nicht immer so war, dass das so ein sehr positiv besetztes, freundliches, privates, kleines Gefühl ist, das Heimatgefühl, sondern es gab ja eine sehr lange Geschichte. Seit 200 Jahren bewegen wir uns immer wieder in Heimatkonjunkturen in Deutschland. Wir haben immer wieder dieses Thema
Und es ist sehr häufig geschichtlich so gewesen, dass das in Umbruchssituationen aufgekommen ist, dass sich die Deutschen dann auf die Heimat und dieses Rückblickende besonnen haben. Und das war auch nicht immer so unpolitisch, wie wir das heute vielleicht manchmal betrachten, beziehungsweise wie wir uns da heute eingerichtet haben mit dem Begriff. Denn die sogenannte Heimatschutzbewegung Ende des 19. Jahrhunderts war schon sehr rückwärtsgewandt auch. Es war eine Reaktion auf die Beschleunigung, die sozialen Umbrüche der Industrialisierung, aber es war eben auch sehr rückbesinnend und rückwärtsgewandt. Der Erste Weltkrieg wurde begründet mit dem Schutz der Heimat. Der Zweite übrigens auch. Und zwischendrin haben die Nationalsozialisten eine sehr verquaste und wirklich auch absurde Blut- und Bodenideologie eben auch in Verbindung mit der Heimat gebracht. Und obwohl dieser Krieg so verheerend und so schrecklich war, war das Thema damit nicht erledigt, sondern die Heimat war auch nach dem Krieg sehr politisch und sehr vorhanden. Einerseits durch die 14 Millionen Vertriebenen, die eben um ihre Heimat auch trauerten und daran laborierten, dass sie einfach verloren war. Und andererseits gab es eben auch diesen Wunsch zu so einer harmloseren und freundlicheren Vergangenheit, sich zurückzubesinnen. Und ich erinnere an Heimatfilme und die Egerländer Musikanten. Das war sehr angenehm, sich dann da auch für 2 Stunden im Kino von dem Chaos außenrum abzusondern. Ich sage das, weil das der Hintergrund, glaube ich, ist, dass viele in meiner Generation, und ich zähle mich da ausdrücklich dazu, auch lange Schwierigkeiten mit dem Begriff Heimat hatten und sich davon wirklich emotional ferngehalten haben, weil es eben in der Geschichte ein sehr schwieriger, oftmals missbrauchter, verkitschter und in vieler Hinsicht problematischer Begriff war. Und trotzdem hat uns das eingeholt, mich persönlich hat es auch eingeholt, die Frage, wo verorte ich mich, wo möchte ich sein, wo will ich hin, letzten Endes, wo will ich begraben sein, all das sind relativ menschliche Fragen, die auch unsere Generation eingeholt haben. Und ich würde das aber tatsächlich in Verbindung bringen mit dem Heimatbegriff, wie er heute in diesen Umfragen auch wieder gespiegelt wird. Er ist einfach freundlicher, kleiner und das Politisierte und der politische Missbrauch ist dadurch in den Hintergrund getreten. Und aus meiner Sicht ist das auch gut so. Ich schließe mal hier, denn Sie werden schon so ein bisschen nervös und die Zeit drängt. Aber eines wollte ich noch sagen. Ich glaube, dass dieses Drehen um die Heimat, die Heimatkonjunkturen, diese Dauerbeschäftigung in den vergangenen 200 Jahren dazu geführt haben, dass Deutschland für Zuwanderer Ja, aber sagen Sie bitte Ihr Schlusswort. Jetzt ist es wieder. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber der Punkt, den ich am Schluss noch machen wollte, ist, dass
dadurch, also die Deutschen sind ja Heimatexperten. Wir drehen uns wirklich seit Jahrzehnten immer wieder in verschiedenen Ausprägungen um diesen Begriff. Aber das bedeutet nicht, dass Deutschland deshalb eine einfache Heimat für Menschen ist, die dazukommen. Denn der Heimatbegriff, und das ist hier auch schon gefallen, hat auch etwas Ausgrenzendes. Denn wenn man dazugehört, dann ist die logische Folge, dass auch jemand anderes draußen ist. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Ich würde argumentieren, dass man diese Hürden überwinden kann, dass man sich aber das bewusst machen sollte, dass wir mit diesem ständigen Kreisen um uns selbst das auch nicht leichter machen, dass Menschen hier zu uns kommen. Ja, vielen Dank. Wieder ein Votum. Nur ganz kurz Herrn Böning und Frau Schmidt-Roschmann ins Gespräch. Sie haben Ihr Statement angefangen, Herr Böning, mit dem Satz, Heimat ist eine Utopie. Utopie heißt ja eigentlich nicht Heimat, kein Ort. Aber Sie meinen es ja im Sinne ein Ideal. Stimmen Sie dem eigentlich zu? Sie haben von den vielen Schwierigkeiten geredet, Sie haben von den dunklen Seiten geredet, Sie haben zum Schluss doch nochmal wieder das Wort gebracht, Ausgrenzungsbegriff, könnte Heimat sein. Ist Heimat schließlich ein Ideal, Frau Schmidt-Roschmann? Nein. Das heißt also ein schwer realisierbares Ideal. Ich habe verstanden, wie Sie es gemeint haben. Also etwas, was nie erreicht wird. Ich kann mit dieser Auffassung wenig anfangen. Denn es ist ja wirklich für viele real, auch für mich. Also man hat eine Heimat oder man sehnt sich danach. Das ist, ich finde das Konzept zu luftig und zu abstrakt für mich. Ich komme damit nicht zurecht, dass das eine Utopie sein soll, denn de facto ist es ja ein sehr, sehr tiefgehender und allgemeiner und fast jeden betreffender Begriff bzw. eine Vorstellung. Und dabei würde ich das belassen, dass es einfach etwas Konkretes und auch konkret Hilfreiches sein kann. Herr Böning, ja. Also Johann Moritz Sparger, ein münsterländischer Aufklärer, der zu denen gehört, von denen ich vorhin gesprochen habe, hat über die Leibeigenen in seiner münsterländischen Heimat gesagt, wie sollen denn diese Menschen Heimat empfinden, wenn sie noch nicht mal ein Vaterland haben? Also das Land, was man vom Vater ererbt und das man bebaut. Und wenn ich das übertragen will auf das Heute, dann ist mir Heimat durchaus eine Utopie. Denn wie soll jemand Heimat empfinden, der nicht einmal eine Wohnung findet? Also es muss schon tatsächlich auch etwas da sein an Bemühen um ordentliche soziale Verhältnisse, was ich ganz am Anfang schon mal gemeint habe, damit Menschen ihr Land als Heimat empfinden können. Das sind eben nicht nur die schönen Berge oder die schöne flache Landschaft, wo man 100 Kilometer weit schauen kann, sondern es gehört eben einfach dazu, ja, dass man sich bis zu einem gewissen Grade auch verwirklichen kann und dann beheimatet man sich. Nicht? Und das scheint mir wirklich eine Utopie zu sein, die also sicherlich für viele schon einen gewissen Grad an Realität hat, aber das ist auch, glaube ich, immer eine Aufgabe, die bleibt. Herr Herrmann, jetzt müssen Sie natürlich auch dazu Stellung nehmen, ob Heimat ein Ideal bleibt oder ist es realisierbar? Meine persönliche Frage noch an Sie, Herr Herrmann. Falls es eben Menschen gibt, die schon lange in Bayern wohnen und in Franken und sich nicht beheimaten, gibt es für die auch eine Ersatzheimat, dass sie sagen, meine Musik ist meine Heimat, meine Sprache ist meine Heimat, mein Atelier ist meine Heimat oder so etwas. Aber ist Heimat ein Ideal, was nicht realisierbar ist? Ich denke, wir machen das alles viel zu kompliziert. Ich habe vorhin versucht, darüber zu bringen, dass ich den Eindruck habe, nicht nur, dass das meine Auffassung ist, sondern dass die allermeisten Menschen das einfach, ja, es ist ein Gefühl, es ist eine Emotion, die ich auch jetzt nicht naturwissenschaftlich definieren kann.
Und ich bin dankbar, dass Sie gerade nochmal diese Umfrage, die unter Leitung vom SWR angesprochen haben, und das korrespondiert ja mit dem, ich will das nur nochmal sagen, diese Umfrage vom Bayerischen Rundfunk unter der bayerischen Wohnbevölkerung, 2015 war das auch, 97% haben damals geantwortet, sie leben gerne in Bayern. Und 92% haben auf die Frage, würden Sie sagen, dass Bayern Ihre Heimat ist, ja gesagt. 92%. So. Da mögen in der Tat ganz unterschiedliche Vorstellungen damit verbunden sein, was Sie jeweils unmittelbar als, mit Heimat darunter verstehen, was Sie damit empfinden und so weiter. Aber die haben alle keine Probleme mit dem Begriff. Wenn 92% sagen, ja, ich würde sagen, Bayern ist meine Heimat, dann haben die offensichtlich keine Probleme damit, mit diesem Begriff. Und ich halte das wirklich für absurd, da künstlich. Natürlich haben wir, es gibt fast keinen Begriff, der nicht zum Beispiel in der NS-Zeit von den Nazis missbraucht worden ist. Ich kann nicht jeden Begriff, den die auch verwendet haben, zu sagen, das ist schon mal hochverdächtig und dergleichen. Und ich sage, wenn 92% sagen, Bayern ist meine Heimat, dann ist es doch offenkundig, dass die ganz große Mehrheit das jedenfalls nicht ausgrenzend versteht. Die würden sich ja zum Teil selber ausgrenzen oder dergleichen. Nein, die wollen auch. Die verstehen ja gerade darunter, das kommt dann in weiteren Fragen, dass das ein Wohlfühlland ist, dass es ein Land ist, wo sie viele Freunde haben und. Das ist die Realität. Übrigens, der Wert im Vergleich zeigt immer wieder, der ist in Bayern besonders hoch, aber die Menschen in anderen deutschen Ländern antworten auch nicht negativ auf den Begriff Heimat. Ja, und die verstehen den auch nicht rassistisch und dergleichen mehr. Eines will ich nur gern aber noch mal aufgreifen. Ich bin ja eigentlich hier wirklich gar nicht so da und auf Gegensätze gebürstet, aber Sie haben offensichtlich irgendwie da in den letzten 4 Jahren ein Problem mit dem Kollegen Seehofer entwickelt. Das müssen Sie mit dem ausmachen. Ja, aber im Hinblick auf das, was Sie, lieber Herr Professor Böning, gerade noch mal gesagt haben, ja, da ist schon auch was ganz Wahres dran. Und jetzt sage ich Ihnen, weshalb vielleicht diese Werte in Bayern so besonders hoch sind. Wenn Sie die Statistiken anschauen, die allmonatlich der Herr Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, in Nürnberg veröffentlicht, weil halt diese Bundesagentur in Nürnberg ist. Aber der Herr Scheele stammt, wie vielleicht manche von Ihnen wissen, aus Hamburg. Hamburger Sozialsenator, früher von der SPD. Ist jetzt seit einigen Jahren Vorstandsvorsitzender. Der veröffentlicht diese Statistiken. Wenn Sie sich auch die neuesten Statistiken jetzt für den Oktober anschauen, da gibt es unter anderem auch die Statistik Arbeitslosigkeit von Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit, also von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. In welchem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit von ausländischen Staatsangehörigen am niedrigsten? Im Freistaat Bayern. In welchem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit von ausländischen Frauen am niedrigsten? Im Freistaat Bayern. Dann gibt es noch eine extra Kategorie, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, Menschen mit Migrationshintergrund. In welchem Bundesland ist die Erwerbstätigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund am höchsten? Im Freistaat Bayern. In welchem Bundesland ist die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund am höchsten? Im Freistaat Bayern. Und ich kann Ihnen nur sagen, es wäre sinnvoll, in manchen Debatten vielleicht manche Vorurteile ein bisschen abzurüsten. Ich bin ständig als Innenminister damit beschäftigt, in der Tat mich auch hart mit Rassisten auseinanderzusetzen. Und wir haben auch Rechtsextremisten in unserem Land und wir haben AfDler und wir haben Reichsbürger und was auch immer. Und in anderen Bundesländern gibt es auch das. Aber daraus immer dann irgendeine Verallgemeinerung zu ziehen. Ich kann nur sagen, wer sich allein diese Statistik der Bundesagentur für Arbeit anschaut, der muss zum Ergebnis kommen, dass wir ein Land der gelingenden Integration sind. Und woanders wird zwar vielleicht mehr in der Tat so theoretisch, wie das manche heute Abend auch tun, darüber geredet. Nur das Ergebnis ist, dass in anderen Bundesländern die Arbeitslosigkeit von ausländischen Frauen wesentlich höher ist als bei uns in Bayern. Nicht, dass das die Absicht der dortigen Politiker ist, aber mit diesem Gerede schaffen sie gar nichts. Mit diesem Gerede schaffen sie auch keine Arbeitsplätze für ausländische Frauen, sondern bei uns sind die Menschen in Arbeit gekommen und fühlen sich dann anschließend offensichtlich sehr wohl. Denn unter den 92% sind
auch viele, viele, die neu in unser Land gekommen sind, die aus anderen Teilen Deutschlands stammen, die aus anderen Teilen Europas stammen, die aus anderen Teilen der Welt hierher gekommen sind. Und deshalb, ich will diese Diskussion nicht auf Bayern bezogen führen, aber ich sage Ihnen schon ehrlich, wenn wir über Heimat sprechen, ich will das nochmal wirklich auch emotional zu sagen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die eben Bremerhaven und die Tradition von Hansestädten und so weiter zutiefst verinnerlicht hatte und begeistert davon war. Und ich habe das respektiert. Und ich weiß, wie viele andere Menschen natürlich auch tolle Heimatgefühle in anderen Teilen Deutschlands sind. Und egal, wo, wie das jemand begründet und mit welcher speziellen Ausprägung, kann ich nur sagen, ich finde, das ist etwas Gutes. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, dass wir das Heimatgefühl von Menschen in irgendeiner Weise problematisieren. Dass es auch einige wenige gibt, die das missbrauchen, auch als politischen Kampfbegriff. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber das sind ganz, ganz wenige, Gott sei Dank. Und die allermeisten in unserem Land sehen das in einem sehr positiven Sinn, der weder ausgrenzt noch sonst irgendwas, sondern einfach in der Tat ein Stück ihres positiven Lebensgefühls zum Ausdruck bringt. Und das ist gut so. Und da muss man keinem deswegen jetzt sozusagen ein schlechtes Gewissen einreden, wenn er sagt, ich liebe meine Heimat. Vielen Dank für diese klaren Worte, auch mit diesen Umfragen im Hintergrund, die ja nun außerordentlich wichtig sind. Ich muss Ihnen noch sagen, der frühere Papst Benedikt XVI. Hat ja zweimal laut gesagt, ich bin und bleibe Bayer, obwohl ich Bischof von Rom und Papst bin. Also da ist er auch, das ist ein, ja, ein Wort von ihm. Da wir ja leider zum Schluss kommen müssen schon wieder, möchte ich eben nur sagen, was eben aus dem Publikum noch gekommen ist. Frau Anke Fedrowitz hat eine Befragung unter 15- und 16-Jährigen gemacht mit Migrationshintergrund oder Newcomer-Hintergrund, wie man das ja nun nennt. Und da will ich nur zwei ganz kurz zitieren. Der eine sagt eben, meine Heimat ist Pakistan und Deutschland zugleich. Das ist kein Problem. Aber ein Problem ist, dass ich immer gefragt werde, woher kommst du eigentlich und wohin und wozu gehörst du eigentlich? Das ist nervig, sagt diese 15-Jährige. Und dann eine 16-jähriges Mädchen sagt, Heimweh nach Heimat hat man doch eigentlich immer. Und so richtig erfüllt wird diese Sehnsucht nicht. Aber Heimweh ist doch nichts Schlechtes, nichts Negatives, es verbindet. Das ist also, und daran sagt sie eben, das war die Anfrage eben auch, ob nicht Heimweh wirklich etwas Notwendiges ist, auch wenn es eine Utopie und Ideal bleibt. Es ist aber etwas, was zum Menschsein hinzugehört und vielleicht immer ein bisschen unerfüllt bleibt. Es kommt auch die Frage dann eben, ist ein Heimatmuseum wirklich ein... Ich bitte nicht, dass Sie so genau hinhören. Ist ein Heimatministerium wirklich sinnvoll? Und eine andere Frage noch. Sollten wir auch nicht die fremden Kulturen mehr anerkennen und respektieren? Ich würde einfach sagen, die Frage geht natürlich an Frau Pollert auch, andere Kulturen. Ich weiß nicht, wer antworten will auf die Frage, ist die Einrichtung eines Heimatministeriums, also ist ja das Ministerium für Inneres, Bau und Heimat. Und mit Heimat ist ja Integration eben gemeint. Ist das sinnvoll, das einzurichten? Wer möchte darauf vielleicht, Herr Böning oder Herr Staatsminister oder Frau Schmidt-Roschmann, ist es sinnvoll, eine solche Abteilung Heimat zu benennen? Sie haben es in München nicht Heimat genannt, Sie haben es Integration, für Inneres und Integration sind Sie Staatsminister. Meine Nachbarn am Odeonsplatz, also wer München ein bisschen kennt, also da gibt es zwei Ministerien am Odeonsplatz. Das eine ist das Staatsministerium des Innern, jetzt auch für Sport und Integration. Und nebenan ist das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. Oh. Ja, das gibt es auch. Wir haben nämlich, das war damals aber auch eine Erfindung von Horst Seehofer, wie er noch Ministerpräsident in Bayern war, 2000 bei der Kabinettsbildung 2013, ist damals das neu in der Bezeichnung geschaffen worden. Finanzen und Heimat. Das Finanzministerium hat die Zusatzaufgabe Heimat bekommen. Und jetzt sage ich Ihnen, damit wollte ich Sie jetzt nicht wieder mit diesen Bayern-Eigenheiten belästigen, aber wenn Sie diese Frage so aufwerfen, das hatte mit all den anderen Dingen übrigens, die da vorhin thematisiert wurden, überhaupt nichts zu tun.
Da ging es nämlich um die innerbayerischen Eigenheiten und da ging es um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, um die Frage, wie sind die Zukunftsperspektiven in der nördlichen Oberpfalz oder im östlichen Oberfranken und wie schafft man, weil da ja leicht rückläufige Bevölkerungszahlen sind, während wir in München den großen Hype haben, und wie schaffen wir überall eine gute Zukunftsperspektive für alle Teile der Heimat. Das waren die Hauptaufgabenstellungen, die damit verbunden waren. Das hatte mit dem anderen allen zunächst einmal überhaupt nichts zu tun. Die Integration war damals noch im Sozialministerium. Darum ging es überhaupt nicht. Und das ist auch nur jetzt dann ein weiteres Beispiel dafür, dass man eben allein mit dem Thema, was ist Heimat, dann natürlich auch was ganz anderes oder ganz Unterschiedliches verbinden kann. In dem Sinn ging es damals vor allen Dingen darum, dieses Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wie können wir das in allen Teilen Bayerns entsprechend weiterentwickeln und verbessern und dergleichen. Deswegen und mit dem Begriff ist das in Bayern das Finanzministerium und den Begriff Heimat erweitert worden und das ist bis heute auch bei dem jetzigen Amtsinhaber Albert Füracker der Fall. Ja. Vielen Dank, lieber Herrmann. Frau Schmidt-Roschmann, Sie hatten eben zum Mikro gegriffen. Sie wollten zu der Frage, sollten wir auch fremde Kulturen mehr respektieren? Oder nicht? Dann habe ich mich versehen. Nein, ich wollte gerne was dazu sagen. So laut wie möglich. So laut wie möglich. Also ich glaube, dass ein entscheidender Faktor bei der Integration ist, und vielleicht können Sie da noch was zu sagen, dass man anerkennt, dass tatsächlich ein gewisser Grad von Fremdheit auch bleibt, dass jeder, der hier ins Land kommt, tatsächlich auch was mitbringt und die totale Integration nicht möglich ist aus meiner Sicht. Sondern es fällt einfach schwer, die eigene Sprache aufzugeben, die eigene Kultur und alle Erinnerungen hinter sich zu lassen. Das ist einfach schwierig für Zuwanderer der ersten Generation. Das bedeutet, dass die aufnehmende Gesellschaft sich tatsächlich auch irgendwie darauf einlassen muss, dass eine gewisse Fremdheit bleibt. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist eine Frage an Herrn Minister. Ich finde die Definition von Migrationshintergrund sehr umfassend. Also wenn ich mir die Statistiken angucke, das sind eingebürgerte Ausländer, Aussiedler, die Kinder und die Kindeskinder, unabhängig davon, ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. Und die Frage ist, ob man diese Definition wirklich in extenso und in Unendlichkeit so weiter bringen kann, denn irgendwann haben ja alle einen Migrationshintergrund, wenn das so weitergeht. Also wann ist man denn dann bitte schön Deutscher und wann ist man denn angekommen? Können wir das bitte in der Schlussrunde eben sagen? Gleich sind Sie auch dran. Was wir sonst nicht machen, wage ich jetzt hier zu machen. Können Sie bitte in ganz kurzer Sätze, wirklich nicht über eine Minute sagen, was hat Ihnen dieses Gespräch über Heimat heute Abend gebracht? Herr Böning, können Sie anfangen und dann gehen wir jetzt. Ich möchte damit beginnen, dass ich Herrn Herrmann recht gebe, dass nicht diejenigen Heimat schaffen, die von darüber reden, sondern diejenigen, die tatsächlich Verhältnisse schaffen. Wenn Sie sagen, in Bayern ist die Arbeitslosigkeit gerade auch von den Gruppen, die Sie genannt haben, so viel kleiner, dann kann man dazu nur gratulieren. Dann tragen Sie dazu bei, dass diese Gruppen sich heimatlich fühlen. Danke. Also das, ich hätte gerne noch einen Satz dazu gesagt, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Und dies? Was mir ganz wichtig ist, also ich glaube, für fast jeden ist auch die Sprache Heimat. Natürlich. Und ich finde, wir nutzen viel zu wenig die Chance in unserem Land, dass wir so viele Menschen haben, die mehrere Sprachen sprechen. Weshalb wird nicht mehr Türkisch als Fremdsprache oder es gibt ja auch noch eine Reihe anderer Sprachen von Menschen, die hier in unserem Land leben, die beherrschen. Und ja. Herzlichen Dank. Aber ich sagte vorhin. Noch einen letzten Punkt, der mir wirklich große Sorge macht, auch da ich gerade dabei bin, die Universität zu verlassen. Also wir nähern uns im Augenblick wieder Verhältnissen, die wir im 17. und 18. Jahrhundert gehabt haben, wo man gedacht, geschrieben, gelehrt hat in einer Fremdsprache, nämlich im Latein. Und diese Sprache heißt heute Englisch. Und
Das macht mir eigentlich, dass selbst in der Germanistik passiert das. Und das ist etwas, was mir eigentlich für die Zukunft der Wissenschaft in unserem Land Sorge bereitet. Danke. Sprache als Heimat. Frau Pollert. Das Gespräch, was hat es gebracht? Ja, ich fand das ganz spannend, wie Herr Herrmann auch sehr emotional darauf reagiert hat, weil ich wollte ja nur die Perspektive von Menschen einnehmen oder eben die Perspektiven von Wohnungslosen, dass sie Heimat ganz anders definieren. Und mir ist es wichtig, dass jemand wie Sie, der Verantwortung trägt, diese Perspektiven oder diesen Perspektivwechsel vornimmt. Und Ihr Kollege, ich habe kein Problem mit Herrn Innenminister Seehofer, aber er hat eben sozusagen nicht den unwichtigen, für viele in der Migrationsgesellschaft wichtigen Satz gesagt, in einer Zeit, wo wirklich viele Menschen sehr viel Rassismus zunehmend erfahren: Migration ist die Mutter aller Probleme. Und das hat ganz viel ausgelöst in diesem Land, in der Migrationsgesellschaft. Und so wie ich Sie jetzt auch verstanden habe, sehen Sie die Migration nicht als Mutter aller Probleme, und vielleicht unterschreiben Sie auch unseren Koalitionsvertrag dann in den ganzen Forderungen, wo wir zum Beispiel Beschäftigungsverbote für Ausländer jetzt abschaffen wollen. Das betrifft nämlich auch viele Menschen in Bayern, die eben keine Arbeitserlaubnis bekommen, obwohl sie arbeiten möchten, und ich könnte so weitermachen. Und von daher hat mir das schon viel gebracht, nochmal die Perspektive von Herrn Herrmann heute mit erleben zu dürfen, und würde auch gern weiterhin mit ihm im Austausch bleiben, dann jetzt in Berlin in Regierungsverantwortung. Das wird bestimmt ganz spannend. Das ist doch ein Wort. Die Versöhnung steht da. Herr Herrmann, ob Sie noch eben etwas sagen, bitte. Also zum einen, ich sehe das genauso problematisch mit der Entwicklung des Begriff ist mit dem Migrationshintergrund, weil das inzwischen ausufert. Wir müssen uns um die eigentlichen Probleme kümmern. Ich habe jetzt vorhin nicht auch noch ausgeführt, dass ich, glaube ich, eine Urgroßmutter habe, die in Österreich geboren ist. Und dann, ich habe mir das mal, meine Mitarbeiter haben das mal betrachtet. Es gibt in der Tat Definitionen, da würde ich dann auch noch hätte kein Problem damit, dass ich auch einen Migrationshintergrund habe. Aber es wird dann schon irgendwo absurd, ja, weil das lenkt ab von dem, womit wir uns jetzt eigentlich beschäftigen müssen. Und wir haben natürlich bei der Integration schon noch eine ganze Menge Herausforderungen. Aber ich will vielleicht schließen mit einem Zitat, das mir gerade jetzt nochmal dann eingefallen ist, von Karl Valentin, vielleicht dem einen oder anderen dem Namen nach bekannt, einem Kabarettisten, sehr humorvollen Menschen, schon von vor bald 100 Jahren. Und der hat mal diesen wunderschönen Satz geprägt: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Denn in der Fremde fühlt er sich fremd, oder da ist er so lang fremd, wie er sich fremd fühlt. Und in dem Moment, wo er sich nicht mehr fremd fühlt, ist er auch nicht mehr fremd. Meines Erachtens ein sehr kluger Satz. Und da sind wir dann wiederum bei dem Punkt: Wir müssen, der Betreffende muss selber dieses Gefühl entwickeln, und wir müssen dem Betreffenden auch helfen dabei, dass er sich nicht mehr fremd fühlt. Dann ist jemand auch plötzlich nicht mehr fremd. Und ich glaube, wenn wir in der Richtung entsprechend gemeinsam weiterarbeiten, können wir eine ganze Menge erreichen. Für die, die mal fremd waren, genauso wie für die, die hier ursprünglich zu Hause waren. Also wenn das nicht eine politische Brücke ist. Frau Schmidt-Roschmann. Dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Vielleicht nur der Satz, dass die Suche nach der Heimat uns alle vielleicht verbindet und das auch unser gemeinsamer Nenner sein könnte, unabhängig davon, woher wir stammen. Ich selbst darf ja als Moderator eigentlich nichts sagen, aber aber wir schaffen den wenigsten Moderator. So ist es. Ich empfinde tatsächlich, dass Heimat eine oft ungestillte Sehnsucht ist. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir beheimatet sein wollen mit unserer Identität. Und oft idealisieren wir das, gerade aus der Fremde ist die Heimat natürlich immer das Schönste. Und in der Erinnerung auch. Aber das ist auch gut so, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Aber ich glaube tatsächlich, deswegen bin ich da so lange dran geblieben, die totale Realisierung von Heimat ist und bleibt ein Ideal, nicht eine Utopie, ein Ideal und eine Sehnsucht, die wir immer in uns haben, glaube ich. Und das halte ich nicht für schlecht.
Pardon, dass ich das letzte Wort habe, ist eigentlich nicht sehr fair. Wir müssen aufbrechen, weil die Zeit aus verschiedenen Gründen es fordert. Wir danken sehr, sehr herzlich, dass Sie alle hier trotz der Gefahren hergekommen sind. Wir danken Ihnen, Herr Kollege Böning, liebe Frau Pollert, lieber Herr Minister Herrmann, liebe Frau Schmidt-Roschmann, und wir wünschen, dass Sie einen guten Rückweg wieder haben. Herzlichen Dank für diesen Abend. Applaus